Hallo Sakura. Wir müssen auf den Turm. Hallo Mariko. Wie sieht's mit Lugia aus? Grützli mit Fützli. Hallo Brian. Hallo Benny. Hallo Gary. Hallo Emil Geloll. Was geht, Leute? Ono Ronu Ronu. Hallo. Stehe bei 1600 Fußballer wichtiger. Du bist Fußballfan. Hallo Megumina. Hallo Evoli Boy. Carlos Origin. Ja. Ich kriege jetzt ein Lucario geschenkt, glaube ich. Ich dachte, ich muss mich da voll krass hochkämpfen, aber ich musste einfach nur hochlaufen. Was war in diesen einzelnen Räumen? Da gehe ich jetzt mal hin. Mega Ring acquired. Hallo Lucy. Hat das Lucario direkt den Megastein? Okay. Einer weniger. Das Lucario scheint dich zu mögen. Warum fange ich an zu streamen und instant fange ich an zu gähnen? Ich glaube, weil ich rede. Das muss ich ändern, das ist ja nervig mit der Werbung. Sakura, Dankeschön für 7 Monate. Aber die Werbung kommt nur einmal am Anfang. Oh mein Gott. Was für ein epischer Kampf. Hallo, Lurky. Tolle Videos wieder. Mehrere. Nein, das ist jetzt echt Lucario gegen Lucario und ich muss mit Lucario kämpfen? Mega-Entwicklung. Steigerungshieb, oder? Wow. Wow. Ist das erste Mega, was man sieht, Lucario? Ja, okay, es ist ja auch die fette Statue. Nice. Das kann gar nicht auf dem Bauch schlafen, das Arme. Ist ein bisschen komisch. Also ich finde es komisch, dass man Lucario gegen Lucario. Tot. Oh Gott. Was ist das für ein dummer Kampf, wo man einfach nur, wer zuerst angreift, hat gewonnen? Warum greife ich überhaupt zuerst an? Warum bin ich schneller? Weil es mich mehr mag. Was ist das für ein dummer Kampf? Warum können sie das nicht machen, dass sie jetzt irgendwie ein Schwablu? Altaria hat oder sowas. Dödlinger, dankeschön für 7 Monate. Ich werde dieses Kario sofort in die Box tun und verwahrlosen. Das war so geil damals, die Mega-Entwicklung. Ich habe da keine Nostalgie für Mega-Entwicklung. Sie sehen cool aus, aber ich finde es trotzdem blöd, dass es keine tatsächlichen Entwicklungen sind. Ich kämpfe nicht gerne. Und die Entwicklung gibt es nur im Kampf. Bist du schon fast wieder fertig mit dem Spiel? Bin ich? Ich habe schon zwei oder drei? Ich habe gestern, glaube ich, die dritte habe ich noch gemacht gestern, ne? Ah ja, sie war die dritte. Wie geht das mit dem Sound? Habe ich dir geschrieben? Ausrufezeichen JJ. Hier sind einfach so Chiller, die in den Räumen stehen. Gibt es da irgendwelche Items?
Wie so ein TM-Erdbeben. Hier ist noch ein Lucario. Ist das hier Lucario Brutstätte? Zu dem Zeitpunkt hatte ich immer schon mein eigenes Lucario. Echt? Aber stimmt, ich glaube, ich habe... Nee, ich habe kein wildes Riolu. Zufällig hatte ich keins gesehen. Ist die fette Statue jetzt eigentlich ein Mega? Ja, schon. Hast du es gehört, JJ? War das zu leise? Es war tatsächlich zu leise. Du hast es nicht gehört? Da musst du hinhören. Ist ja auch nicht für dich. Tschö. Genuss. An was erinnert mich die Musik hier? Die Musik hier erinnert mich an was ganz anderes. Ich glaube auch an ein Spiel. Ich habe gerade voll den Flash von irgendeinem geilen Spiel, was ich damals gespielt habe. Und da lief immer diese Musik. Oh, ich will das wissen. Hallo Dark Ziggy. Weg mit diesem Ding, ey. Macht eure Spirits. Macht sie, ja. Macht sie. Okay. Hört ein bisschen nach Fairy Tale an. Nee, gesehen. Für was soll das denn sein, wenn die Zuschauer nichts hören brauchen? Der JJ muss es nur hören, nicht du. Hallo Ferret. Aber dann kann er doch gar nicht damit flexen. Natürlich hören das alle. Denkst du nur, er hört es? Brian, du bist ein shiny Kramurks. JJ, du bist ein Empoleon. Lurky, du bist ein Elekid. Und Mariko. Du bist ein Shiny, Mariko. Welches Shiny? Du kriegst es, wenn du innerhalb von 3 errätst, welches Shiny es ist. Aber nur dann kriegst du es. MGLOL, du bist ein Veggie. Grillmark. Ein Grillmark. Shiny Missing oder Shiny Geist? Schon 2 falsch. Ich glaube, du hattest es. Okay, ein Tipp. In letzter Zeit kam dieses Pokémon sehr oft, komischerweise. Und es ist ein sehr besonderes Pokémon. Angel hat einfach 150 Streams hier schon hintereinander geschaut. Shiny Shaman. Holy shit. Mariko, willst du diesen Zettel haben? Natürlich willst du ihn. Body Buddy, hallo. So, wo ist jetzt dieses Surfer? Ihr habt gesagt, Surfer ist in dieser Stadt, oder? Wo finde ich das? Ich will nicht in die Häuser gehen. Muss ich in die Häuser gehen? Finde ich es beim Rausgehen? Bist du es? Oh mein Gott. Nach rechts. Jetzt Spoiler doch nicht. Kurioser Stein? Okay. Beim Rausgehen. Achso, es passiert automatisch wieder. Mein Gott, dieses Spiel.
Eieiei. Lebt Amarino noch? Nee, habe ich freigelassen. Angel, du bist ein Voltolos. Jetzt kann mein Quajutsu endlich eine geile Wasserattacke. Quajutsu war schon richtig, ne? Das ist ein Spezialangreifer. Ja. Ich meine, Aquawelle verwirrt. Aber Surfer ist hoffentlich eine Flächenattacke. Chevrum kann Surfer lernen. Schlecker finde ich immer noch okay. Ruckzuckhieb ist halt, um Pokémon zu fangen. Katapult ist auch. Ich muss Aquawelle wegmachen. Surfer ist 80. Surfer ist sogar 90 stand. Weg damit. Toasty, du bist ein Efo-Serb. Das ist fast ein Celebi, gell? Bin neu auf deinem Account gekommen und fast alle Videos gesehen. Absolut gute Videos. Chaos. Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. Habt ihr auch schon das neueste Video gesehen? Wie ich ein Level 1 Gyarados gefangen habe und in den ersten Minuten unglaublich fett aussehe. Oh, jetzt können wir gleich unseren Surfer ausprobieren. Gibt es hier Flächenattacken? AOE. Na, besser ist es. Oh Gott. Endlich kann ich hier durch. Du sahst doch nicht fett aus. Doch. Ja, wie du deine Plauze am See in die Sonne hängst, gell? Richtig schön dreist. Hallo Scarlight. Hallo Eboli Boy. Nicht hallo. Danke. Da will man gerade selber überlegen, ob man X nochmal anfängt. Ja komm, fang mit mir an. Wenn du schnell genug bist, überholst du mich. Ich brauche echt lang, habe ich das Gefühl. Der See war schön. Das Loch. Das war kein See. Das war ein Loch. Ein dickes Loch. Chevrum kann Surfer. Das ist wie so ein Blatt, was einfach auf dem See schwimmt. So stelle ich mir das vor. Ist aber komplett aus Gras und Pflanze und deswegen schwimmt es alles, schwebt einfach auf dem Wasser. Das Gyarados-Video hebe ich mir für heute Abend auf, für nach dem Stream. Okay. So, gibt es hier irgendwas Cooles, Neues, was ich fangen könnte mal? Ich will ein paar mehr Pokémon fangen. Sobald ich fliegen habe, gehe ich zurück und hole mir Datiri. Was ich irgendwie übersehen habe. Schleck das, schleck mal. Und heute habe ich angefangen, das neue GB Operator Video zu machen. Aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht so gefallen haben. Und dann habe ich Epilog nochmal angeschrieben und gefragt, ob das Bugs sind. Oder ob ich irgendwie dumm bin. Bist du dumm oder sowas? Und tatsächlich bin ich nicht dumm, es sind Bugs. Aber es sind keine schlimmen Bugs. Ich bin nur, als ich spontan das Programm geöffnet habe, um zwei Spiele zu spielen gleichzeitig, gab es so ein paar Sachen, die nicht stimmig waren. Aber ich kenne Zerschneider. Ich habe doch Zerschneider. Wer hat Zerschneider beigebracht? Habe ich den Zerschneider weggemacht? Neuer Zerschneider. Wie sortiert man? Ramokles kann Zerschneider. Ich glaube, Leufeo hatte das. Will ich darunter? Will ich extra meinem Psiaogon Zerschneider beibringen? Ich glaube, mein Chevrum ist schon mal ein VM-Sklave. Es kann bestimmt noch andere Sachen lernen. Es kann jetzt. Kann es Stärke? Ja, es kann Stärke und Zertrümmerer. Aber es kann kein Zerschneider.
Da wird nichts so Geiles dahinter sein hier, oder? Da wird jetzt nicht TM-Spukball sein oder sowas. Oder ein Sonderbonbon. Wir gehen einfach weiter. Wir schwimmen auf unserem Quajutsu. Hallo Azrael. MLG-LOL, was ist das hier? Das sieht sogar nicht so einfach aus. Was ist das? Mr. LOL. Was ist das? Ich weiß es nicht. Milotic? Vielleicht? Irgendwas mit Deoxys? Warum irgendwas mit Deoxys? Ist es Deoxys oder nicht? Galar Pantimos? Wo? Ich könnte mir sogar Rayquaza vorstellen. Ich sage Rayquaza. Weil der Schwanz hinten, ganz dünn, ganz klein, geht nach vorne, Rayquaza hoch. Am Milotic könnte auch sein. Kupidos habe ich auch kurz gedacht. Aber dann irritiert mich diese Linie. Viscagon Hisui? Wir schauen einfach mal. Ich sag Rayquaza. Oh. Das ist ein Impergator. Ja. Hat man gesehen, oder? Aber es ist shiny. Hallo Virox. Es ist shiny. Das war gemein. Diese Linie, der Schwanz zu den Armen rüber, sah aus wie ein Schwanz. Aber du kriegst noch eins. Was ist das hier? Das ist cool. Das ist cool, oder? Passt irgendwie auch zu Starmie, weil Starmie ist so verspult und psycho. Baldorfisch? Toll, jetzt kommen die ganzen Wasser-Pokémon und ich habe gerade geil Surfer gelernt. Krypmi. Starpuck. Aber selbst Surfer macht einen Baldorfisch kaputt. Krypmi. Ah, was ist das? Wieso sieht das so eklig aus? Das sieht voll wie aus einem Albtraum aus. Bäh. Diese Nase. Aber ja, Hypno hat so eine krasse Nase. Ugh. Albtraum. Hykrai. Darkno. Darkno passt besser. Das passt voll. Der ist voll creepy. Steht auf seinem Kristall. Das Starmie, ja. Das sollte Abstand von Schulen halten. Hypno sowieso. Aber Darkno. Das entführt die Kinder nicht nur, sondern macht sie zu besessenen Zombies und schickt sie wieder zurück in die Schule. Hier gehen alle Gens. Das sind alle Fusions, die existieren. Wow. Ist das ein Shroomish? Kapilz. Vorentwicklung von Kapilz ist... Auf jeden Fall Kapilz Vorentwicklung und Letaking? Fajutsu hätte Delegator lernen können. Da brauche ich nicht, oder? Knilz, genau. Knilz und Letaking, da muss man auch erstmal drauf kommen, die beiden zu verbinden. Seelenlose Zombies macht die Schule Sinn selbst. Buja! Was für ein Diss. Aber wenn du selber eine Fusion machen willst, dann geht nur Gen 1 und 2. Weil die keine Lücken hat. Knilz King. Littils.
Hallo Danu. Man, was war das? Ich hab grad irgendwas gekillt. Das ist irgendein Schrott. Ich gebe jetzt. Ich kämpfe mit Psyogon eh nicht. Ich gebe jetzt Psyogon zur Schneider. Dino hätte gerne 222 und 249. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Ratutox, aber es ist ja Lugia und Ding. Ja, wie heißt es? Corazon! Wie cool! Das macht sogar Sinn, das Lugia einfach war ein bisschen zu lang, hat sich zu wenig bewegt und wurde einfach von jeder Koralle besetzt. Das ist ganz cool. Ein Miltank. Die Zuzeln erkenne ich von überall. Aber auch Miltank brauchen wir nicht, verdammt. Oh, war das gute Zeit in Gen 2, wo man einfach einen Miltank hatte. Danke, Roter Jay. Danke, danke. Aber es ist gar nicht live passiert, wie immer. Oh, eine Chevrum-Farm. Was wird hier gefarmt? Geben die Milch? Oder geben die Laub? Alter, hier ist ja alles. Also, es ist hier so, okay, da ist ein Item. Wir müssen einen Strauch davor machen. Miltank Only Run? Ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Miltank ist ziemlich gut. Wir walzen und einiglen einfach durch. Gibt es irgendwas Cooles auf dieser Chevrum-Mehikel-Farm? Da ist ein Item. Wie komme ich zu diesem Item? Von unten. Das sind Mehikel. Hallo, hallo. Wir machen keine. Wir geben keine Labels hier. Ein Mehikel. Kann man da drüber springen? Ein Mehikel darf auch ein Chevrum sein, wenn es will. Bianca und ihr Miltank? Ja, und dann heult sie rum wie eine kleine Bianca. Wusstet ihr, dass wenn man die Arena von Bianca von oben anschaut, ist es ein Pipi? Die Form von der Arena ist ein Pipi. Muss auf einem Mehikel reiten. Wer will Miltank? Alle Männer wollen nichts anderes als ein Miltank. Rollum. Rollum haben wir noch gar nicht gesehen gehabt, ne? Rollum ist eh Gen 5. Weg damit. Weggespült. Aber nur, weil ich Anfang davon im Jahr ein Bild davon gesehen habe. Vorher wusste ich das auch nicht. Ja, und ich habe dir dieses Bild gezeigt wahrscheinlich. Komm, zerquetscht den Käfer. Level 30, nächste Chance für ein Felinara, Moterpel. Mann, ich bin dumm. Schambolzen wirkt ja nur auf das Gegenübergeschlecht. Das heißt, mein Evoli ist jetzt männlich. Das heißt, ich finde eher Weibchen. Mein Felinara, wofür ich das habe, bringt mir gar nichts. Ich brauche ein weibliches Evoli, damit ich das männliche Leufeo finde. Entweder mache ich dann einfach noch ein Evoli. Ich mache mir noch ein Felinara. Oder ich suche einfach ewig nach einem männlichen Leufeo. Wir haben ein Schnidoli, aber wir brauchen noch ein
Pussili. Genau. Und in Gen 5 eigentlich die letzten Roma oder zählen die Galarvögel auch als Roma? Galarvögel zählen auch als Roma, aber ich finde die letzten wirklichen Roma waren in Gen 5, weil danach waren es nur noch welche, die wir bereits kennen. Galarvögel sind jetzt auch nicht neu. Und sie roamen zwar schon so in Legends, also genau genommen ist Dingens. Ich kann mir den Namen nie merken. Der vierte Genie ist ja auch ein Roma in Legends Arceus. Aber kann man die noch Roma nennen? Kupidos? Kann man Kupidos noch ein Roma nennen, wenn man einfach auf einer Map es verfolgt? Deswegen würde ich sagen, die Genies in Gen 5 sind die letzten Roma, die es bisher gab. Jetzt in Gen 6 sind die Gen 1 Vögel Roma. Ja! Und vielleicht holen wir die uns. Aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe, das Spiel dreimal durchzuspielen. Beziehungsweise ich müsste es ja nur noch ein zusätzliches Mal durchspielen, weil Y muss ich eh spielen. Und leider muss ich es für die Kalos-Starter viermal spielen. Weil Glumanda 2 Mega-Entwicklungen hat. Mal schauen. Erstmal spielen wir es. Brauche ich wirklich ein Schiff rum? Kann ich auf Schiff. Warum ist hier der Zaun kaputt? Mal schauen. In Gen 7 würde ich das sofort glauben, dass ich auf einem Schiff rumreiten muss. Oder auf einem Vehikel. Aber hier? Die Vögel sind abhängig vom Kalos-Starter. Ja, aber ich habe von den Kanto-Startern geredet. Ah ja, dann sollte ich in Y definitiv nicht nochmal Quajutsu nehmen, sondern was anderes. Tiny, du bist eine Pommes in der Flasche. Ein Palimpalim. Und in Gen 4 nicht auch die Vögel Roma? Oder wechsel ich da was? Ich glaube, in Heart Gold Soul Silver waren die Vögel Roma, oder? Irgendwo waren sie schon mal. Ja, das Seetrio sowieso, aber die drei Kanto-Vögel waren auch schon mal woanders Roma. Oh, Tauros. Ne, in Platin war es, je nach Starterwahl. Platin. Ist ja Gen 4. Ich glaube, wenn du Professor Eich ansprichst und Ewi genau. Ich weiß das nicht. Chris Westbrett und Cresselia waren doch nur Roma, oder? Ihr wisst das schon. Ihr findet das schon raus. Ihr müsst euch einfach gegenseitig mal glauben und vertrauen und. Wirklich mein Spirit-Pokémon, bin auch immer Palimpalim, Plimplim, Palimpalim. Kuron Dagnia, du bist ein passend. Ein Ilvital, Ivetal, Iveltal. Iveltal. Und guck mal, es sieht aus wie ein Y. Jetzt müssen wir schon Karp. Oh, ne, ist das so ein 6-Karpador-Mensch. Oh. Ist das so ein Karpador-Fanatiker-Trottel? Oh nein. In jedem Spiel gibt's den doch. Übrigens habe ich noch nie in die Option geguckt und die Textgeschwindigkeit hochgestellt, glaube ich. Ja Gott, wir haben so viel Zeit verschwendet. Ich habe sicher jetzt 2 Stunden verschwendet. Chaos, mit so einem Quatsch brauchst du ja nicht kommen. Danke für das Kompliment. Du kannst auch einfach ganz normal sagen, hey, ich finde deine Stimme cool oder angenehm.
brauchst nicht so ein Quatsch davor sein. Ich hasse Kunden. Was haben die Kunden dir getan? Hallo Eve. Deine Stimme ist wie Liebe in meinen Ohren. Oh, Bisalina, danke. Ich hatte heute schon die fünfte Person gefragt, ob wir Schuhcreme verkaufen. Schuhcreme ist aber auch was Spezielles. Aber warum? Warum ist der Demand von Schuhcreme so hoch bei euch? Und warum verkauft ihr keine Schuhcreme? Ich glaube, nach fünf Personen sollte man sich überlegen, Schuhcreme zu verkaufen, oder? Weil wir das mal hatten? Okay. Aber ja, stimmt eigentlich. Wer benutzt noch Schuhcreme heute? Sind auch immer nur Ältere, die das fragen? Ja. Dafür habe ich jetzt Surfer gelernt, um diese zwei Felder an Wasser zu überqueren. Damit die Sandalen im Sommer toll glänzen, die Adiletten. Das hättest du mir auch in einer E-Mail erzählen können. Ich will mit dir kämpfen. Gehen wir erstmal hier lang. Ist hier schon die nächste Route? Nein, hä? Was ist hier? Was bist du? Du bist ein Tunnel? Was bist du? Küstenstation? Ach, Magnetbahn. Wo bin ich? Wie groß ist diese Stadt? TM-Quiz. Okay. Von welcher Attacke ist die Rede? Trägt der Anwender kein Item, so verursacht diese Attacke sehr viel Schaden bei Gegner. Akrobatik, ich muss gar nicht hinschauen. Akrobatik. Das war's? Ich dachte, es sind mehrere Fragen. Okay. Danke, gute Attacke. Überall sind Hotels. Kann ich noch zu einem Pokémon Center, bevor die jetzt mit mir kämpfen will? Ist hier überhaupt eine Stadt? Hier ist gar keine Stadt. Ach so. Aber es ist doch gut, wenn jemand noch mehr kauft, dann verdient ihr mehr. Welches obligatorische Shiny Legi wäre es denn bei dir in Gen 6 nochmal? In Gen 6 sind alle Legis geshiny-locked. Deswegen würde ich Quaffwaff Shiny hunten in dieser Gen. Fällt euch was Cooleres an als Quaffwaff? Ich mag halt Quaffwaff. Ich mag den Namen, das Aussehen, das Shiny. Immer nach rechts. Okay, MLG LOL, dann gehe ich jetzt nur noch nach links. Ich dachte, Sigurd ist free. Was Sigurd free? Sigurd hat ist shiny locked. Was meinst du? Das hast du doch gestern schon gefragt. Du hast gestern gefragt, ist noch was anderes als Sigurd shiny locked. Shiny Rassler, Rassladero? Habe ich schon, brauche ich nicht. Ah, seid ihr auch schon geschmolzen? Nö. Den Hoden in eiskaltes Wasser tunken, Leute. Bitte nicht vergessen. Warum kann ich nicht sautief da so lang? Wie heißt es eigentlich? Azurbucht und... For Rage oder Fourage? Wahrscheinlich Fourage. For Rage.
Fußwanne regelt. Okay. Aber es klingt langweiliger. Ja, das Dippen ist ein bisschen schwer, aber es lohnt sich. Ey, du musst einfach nur in die Hocke gehen. Danke, dass du das höchste Video auch auf YouTube gestellt hast. Gerne. Aber das ist ja nur der Clip. Das richtige Video, das wird gewaltig. Nice ist Gyarados. Dankeschön, Bettenbaron. Es freut mich, dass dir mein Gyarados gefällt. Kontakt. Ja, eigentlich sollte es heißen, das Video. So farmt man in der Kontaktebene Transferkräfte oder so. So müsste das Video eigentlich heißen. Hallo Versi. Morgen kommt das Making-of auf Patreon. Ja. Making-of klingt immer so, klingt nach zu viel. Oh ja, ich erzähl darüber, wie ich das Gyarados-Video gemacht habe. Aber sind dann in Gen 7 auch alle Shiny Locked? Selbstverständlich. Nicht alle Legis, aber die Cover-Legis sind Shiny Locked. Ultra-Bestien sind nicht Shiny Locked. Aber Lunala, Cosmovum, Cosmog und Solgaleo sind Shiny Locked. Sonst noch was? Eigentlich das Capikachu sollte eigentlich auch Shiny Locked sein. Typ, ja genau, und alle anderen sind nicht Shiny Locked. Also die Geschenke sind nicht Shiny Locked und die Ultra-Bestien sind auch nicht Shiny Locked. Es lohnt sich doch sicher den Weg, den ich hier gerade gehe. Wir haben gestern die Wohnungssuche gestartet. Aber es ist jetzt schon viel zu stressig. Wir haben zwei Wohnungen gefunden, die wir mögen. Gestern schon direkt. Haben da sofort hingeschrieben. Aber natürlich keine Antwort gekriegt. Das ist das größte Problem. Selbst wenn du weißt, dass sie dich nehmen würden, weil du so ein perfekter Mensch bist und deutsch. Das steht auch auf den Webseiten, steht, wie viele Leute das schon angeschaut haben. Und bei dem, was wir gestern mochten, stand schon 3000 Leute. Jetzt glaube ich nicht, dass 3000 Leute dann auch dahin geschrieben haben. Aber von 3000 Leuten, die das angeschaut haben, wenn allein nur 10% dahingeschrieben haben, sind das schon 300 Leute. Und jetzt sei mal so ein Mensch und geh 300 solche E-Mails durch. Warum sollten sie dich wählen, wenn du noch nicht mal ein PDF anhängen kannst? Das heißt, du kannst nur eine Mail schreiben, wo nur Text ist, ohne Bilder, ohne alles. Und dann soll anhand dieses Textes die Person sagen, ja, du darfst dir die Wohnung anschauen. Und dann, wenn wir die Wohnung anschauen dürfen, dann können wir vielleicht unsere Mappe mitbringen und da steht dann alles drin, dass wir das haben, das können und so toll sind. So ein PDF. Wie willst du denn eine Bewerbung verschicken? Amarino lernt Lawine. Ist das gut? 60. Hatte mal ein Anego in Shiny. Aber mein Bruder hat es freigelassen. Verdammt. Pupa und Sarut sind Events. Die muss dir jemand schenken. Ampharos Need. Nice. Jetzt haben wir schon zwei Steine. Hallo Ryu. Irland ist sehr kompliziert, was Wohnungen angeht. Ja, wie würdest du das immer, hä? In Deutschland ist es doch auch so, du siehst eine Wohnung auf einer Website
dann kannst du den, dem die Wohnung gehört oder dem Makler, eine E-Mail schreiben. Und ja, ich kenne es auch so, dass du bei der E-Mail dann Sachen anhängen kannst. Hier, auf der Website zumindest, kannst du nichts anhängen. Du kannst wirklich nur Name, Telefonnummer, E-Mail und dann Textfeld. Und in diesem Textfeld soll ich dann mich gut verkaufen. Anstatt das PDF zu nehmen, wo ich mich schon schön verkauft habe. Ich schreibe ich an, stelle mich vor und wenn es zu einem Treffen kommt, dann nehme ich alles erst mit. Ja, ist doch genau das Gleiche. Ich habe doch genau das Gleiche beschrieben. Wenn es zu einem Treffen kommt, aber wenn halt 300 Leute die Person anschreiben, dann ist die Chance halt super gering, dass du überhaupt da ausgewählt wirst, dass es zu einem Treffen kommt. Ich muss in Optionen gehen. Ich muss jetzt gleich in Optionen gehen. Optionen, Optionen, Optionen. Gerade dein Garados Video gesehen, so viel Arbeit reingesteckt, dass es dann in unter 2 Stunden durch war. 1 Stunde. Level 1 und Level 100 kamen innerhalb von 1 Stunde. Aber deswegen hat man ja die... Ich war ja auch so... Zuerst war ich so, oh, jetzt habe ich 20 Stunden reingesteckt, um dann es in 1 Stunde zu kriegen. Aber Shiny Hunt ist ja auch nichts anderes. Du machst ewig viel, um Schillerpin freizuschalten und so weiter, um dann Shiny schnell zu bekommen. Ich meine, die Arbeit hat sich ja gelohnt. Ich möchte ja behaupten, dass Garados ist nur so schnell gekommen, weil ich diese Vorarbeit geleistet habe. Aber danke, danke. Ich habe noch nie irgendwo ein PDF angehangen, deswegen war ich so verwirrt. Achso, aber das ist dann allgemein, finde ich, fahrlässig von dir. Man muss sich doch verkaufen. Aber ja, deswegen glaube ich auch, dass wir mehr Chancen haben als andere, weil... Ich weiß, wie man ein schönes PDF macht, um sich zu verkaufen. Wohingegen andere dann da aufkreuzen und sagen, ich hätte gern die Wohnung. Sagen die, okay, warum? Und sagen die, keine Ahnung, ich hätte gern Dach über dem Kopf. Wohingegen wir kommen und sagen, Appas, Downers, hier, das und das, sie kriegen alles hier von uns, hier. Wunderschöner Text, wunderschöne Typo. Sehen Sie das Kleeblatt, das ich hinzugefügt habe? Sehen Sie es? Vielleicht sollte ich extra noch ein vielblättriges Kleeblatt auf der Wiese sammeln und auf die Bewerbung draufkleben. Das wäre der richtige Touch. Das ist noch extra so. Und dann so extra so gebunden. Mit Stöcken. Und Gräsern. Riesenperle. Ich hätte gerne ein Pokémon Center. Ah ja, Option, 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 Option. Textgeschwindigkeit 3. Oh mein Gott, das ist fahrlässig. Animation an. Kampfstil. Nicht wechselnd. Sein Kampfhintergrund. Rot. Was ist das? Knopfbelegung. Connex-Sicherung. Dann gebe ich dir 50 Euro und machst mir ein schönes PDF. Klar. Wenn du so viel Geld ausgeben möchtest für sowas. Sag mal, du Spaß hattest? Ich hatte keinen Spaß dabei, 20 Stunden lang Transferkräfte zu grinden. Ich glaube, niemand hat Spaß daran. Ich wollte nicht unverschämt sein. Warum unverschämt? Keine Ahnung, für mich ist es normal, dass man halt ein PDF macht, was schön ist, was schön gestaltet ist, was schön gelayoutet ist, wo man sich quasi verkauft, als wir beide, als Pärchen, so wie wenn du dich für einen Job bewerbst. Und hier ist der Wohnungsmarkt halt so extrem asozial, dass du das wirklich dich, du musst dich so verhalten, wie wenn du dich für einen Job bewirbst. Du brauchst eine Mappe, du brauchst einen Lebenslauf, du musst vorstellen, wer du bist, du musst deine Finanzen natürlich offenkundig darlegen und so weiter. Das muss alles in einem schönen PDF sein. Und dieses PDF würde ich am liebsten in die E-Mail packen. Aber spätestens, wir haben auch schöne Mappen. Wir haben schöne Mappen, wo die reingeheftet sind. Und dann gibt man die dem Makler oder dem Eigentümer, wenn wir die dann hoffentlich mal
irgendwann mal eine Wohnung anschauen dürfen. Wir kriegen die in die Hand, dürfen die mitnehmen. Und das ist so eine schöne knallrote Mappe, die unter all den langweiligen Mappen hoffentlich heraussticht. Also ein nettes Bild von uns zwei. Und hier ist irgendwie nichts. Was bin ich denn heute? Du bist ein Amphisel. Passt. Passt ganz gut gerade. Kann ja nicht sein, dass es einfach so ein riesiges Wasser ist, wo man drauf rumsurfen kann, ohne dass es irgendwo hinführt. Wobei doch, ich bin ja im Norden. Weiter im Norden ist ja nichts. Okay, ich gehe zurück. Wie ist das denn, wenn das über einen Makler läuft? Müsst ihr dann auch noch zahlen oder macht das alleine der Vermieter? Makler zahlt immer der, der ihn beauftragt hat. Wir haben keinen Makler beauftragt. Wobei, du hast recht. Bei Wohnungskauf ist es was anderes. Bei Wohnungskauf... Warte mal, ich hab's... Es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber der Mieter zahlt niemals Kosten von einem Makler. Außer der Mieter hat natürlich einen Makler engagiert, um eine Wohnung zu finden. Aber ich zahle doch nicht den Makler, den ein Vermieter engagiert hat, um seine Wohnung zu vermieten. Hallo Schrick. Gibt es in Irland eigentlich Mietkauf? Was ist Mietkauf? Was ist Mietkauf? Ich will doch nur ans Land. Habe ich mich bei Dark Siggy bedankt? Ich glaube schon. Da ist eine Höhle. Warum bin ich da nicht hingekommen? Ja, aber ich glaube, das ist noch nicht jetzt wichtig. Dark Siggy, danke schön. Du mietest etwas auf bestimmte Zeit und hast dann die Option, es fest zu kaufen. Verstehe ich nicht. Hä? Genau. Wie, das heißt, du sagst im Vornherein, ich mietkaufe etwas, aber erst nach 5 Jahren muss ich es tatsächlich kaufen? Ich meine, du kannst doch alles kaufen, wenn beide Parteien zustimmen. Was hat es mit dem Mieten zu tun? Verstehe ich nicht. Klingt sinnlos. Hallo Rectozio. Dankeschön Rectozio für 31 Monate. Da. Guck. 4-3. 31 Monate Rectozio. Vielen Dank. So, jetzt bin ich 15 Minuten auf Wasser rum. Da hätte ich einfach hier reingehen müssen. Der Text ganz schön schnell. Die Miete wird dann anteilig angerechnet. Wenn du aktuell aber das Geld dazu nicht hast, dann kannst du doch auf einen Mietkauf eingehen. Hä? Oh, ich kann fliegen! Ich glaube, ich kann noch nicht fliegen. Während du Miete zahlst, zahlst du zum Beispiel 3.000 extra im Monat auf die Miete drauf, um dann damit die Wohnung während des Mietens die Wohnung zu kaufen. Ah, okay. Also wie leasen. Das habe ich mich auch immer gefragt. Wenn du ein Auto leasst, gehört es dir dann irgendwann?
Was ist eigentlich nach Original-Dex? Weiß ich nicht. Retro-Achievements. Ribbon Master. Home 100%. Aber okay, das klingt interessant. Keine Ahnung, ob es es hier gibt. Ich glaube nicht. Klingt auch nach einem sehr deutschen Prinzip. So Finanzierung und so. Ist ja quasi eine Finanzierung, oder? Also du kaufst etwas, aber du zahlst es halt so lang ab. Aber eigentlich, was ist da der Unterschied, ob ich jetzt zu einer Bank gehe und sage, hey, yo, ich hätte gern 200.000 Euro. Ich zahle es über die nächsten 20 Jahre ab. Und dann, ja, gehört mir tatsächlich die Wohnung, die ich für die 200.000 Euro gekauft habe. Als dass ich diese 200.000 Euro quasi dem Vermieter nicht gebe und der sie über 20 Jahre langsam bekommt. Das ist auch das Gleiche, nur dass das eine eine Bank ist und das andere der Vermieter. Vielleicht kommst du am Ende günstiger raus, je nachdem, wo du halt den besseren Deal machst. Elden Ring, okay. Aber mal Elden Ring schreiben. Beim Leasing gibt man das Auto am Ende wieder ab. Wenn du es am Ende kaufen willst, dann ist das eine Finanzierung. Ja. Langsam auch starke Pokémon, aber nichts gegen mein Kachuzo. Meine Nachrichten haben eine Minute Delay. Trotzdem hast du einfach Elden Ring geschrieben. Ist ja okay, ich meine, du kannst einfach Elden Ring schreiben. Mich interessiert nur, warum. J-Gamer, du bist ein Phenontor. Warum mache ich eine Steinattacke? Fast Guy, du bist ein... Ich weiß es nicht. Ein Gifthund. Weißt du, wie viele Mega-Encounter du in diesem Spiel hast? Encounter ist das falsche Wort. Aber es sind... Da steht keine Zahl. Ich will jetzt nicht zählen. Aber es sind einige. Achso, Encounter im Kampf. Nee, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Tatsächlich Encounter, also die ich in einem Kampf, die quasi Arena-Leiter und sowas haben. Nee, keine Ahnung. 3? Okay. Was nach dem Origin-Dex kommt? Elden Ring? Achso. Nein. Fasker, ich hatte deine Nachricht nicht gelesen. Das ist ja ewig her. Gut. Nicht sein. Ah doch, hier. YouTube-Video war super. Fand die Location, wo du warst, echt sehr schön. Hast du denn schon einen Plan, was du mit den Patrons machst? Oder war das nur dahergesagt? Das war natürlich nur dahergesagt. Ich sag das doch seit 10 Videos, dass es langsam langwierig ist, alle euch aufzuzählen. Aber ich glaube, es ist noch nicht so schlimm. Ich meine, die Alternative ist, dass ich euch nicht aufzähle. Was soll ich denn sonst machen? Entweder ich zähle euch auf oder ich zähle euch nicht auf. Also ich wüsste gar nicht, was die Alternative wäre, oder? Das, was ich da am Ende mal sage, das schreibe ich ja nicht auf. Das sage ich so im Moment immer. Oder nur noch Tier 3. Patron. Ja, ich könnte... Ja, aber dann ändere ich den Tier.
Ich will den Tier nicht ändern. Das geht nicht. Ich finde es niedlich, dass du uns immer so erwähnst. Okay, ich will schließlich niedlich sein, also mache ich es weiter natürlich. Ein schönes PDF. Genau, ihr kriegt alle ein PDF am Ende des Videos zugeschickt. Oder eine richtig schöne PDF-Präsentation, wo ich euch alle mit Bild und sowas vorstelle und vorlese. Ja. Tschüss, Chaos. Ob das wohl eine Pflanzenarena ist? Hier muss ich da irgendwie rüber skaten oder? Ich kann nicht skaten. Achso, springen. Wow. Du kannst einen Rap aus den Namen machen, den aufnehmen und abspielen. Aber die Namen ändern sich jedes Mal, dann müsste ich jedes Mal einen neuen Rap aufnehmen. Hallo Pictolator. Aus deiner Stimme eine KI machen und die aufzählen lassen. Mir macht es nichts aus, sie selber aufzuzählen. Nur das Video wird halt so langwierig dadurch, wenn ich einfach nur noch Namen aufzähle. Aber so viel ist es noch nicht, dass es, glaube ich, nervig ist. Hey Leute, das ist der Patreon-Rap. Marco, Mariko, Marco, Fast Guy. Fast Guy happens nicht dabei. Aber Fast Guy und Trick ist dabei. Sonst weiß ich gerade nicht, wer noch da ist. Von Namen. Yo. Hallo Wölfchen. Immer wieder eine neue Zeile dazu. Aber ich muss dann auch Zeilen weglassen. Das heißt, ich muss es so dynamisch machen, dass man jederzeit eine Zeile raus und rein tun kann. Das heißt, ich mache einfach für jeden Patreon etwas, wo sich der Name reimt. Aber mehr auch nicht. Und dann hast du einfach nacheinander. Marco, Brian. Ist gern im Freien. Mariko Yuen. Ihr habt komische Namen, das geht nicht. Mariko. Liest das wahrscheinlich gerade auf dem Klo. Ach Gott, ihr seht, ich sollte das nicht machen. Bitte die Musik vom Poker-Rap. Dann fickt mich Pokémon. Game Freak. Anime. Marco geht aufs Klo und Mariko geht aufs Klo. Cool. Alles, was ich mit O endet, mache ich dann einfach mit Klo. Ich mache gegen Pflanzensurfer und gewinne trotzdem. Ist das nicht ein bisschen peinlich? Ich könnte ein Problem haben in dieser Arena. Ich hab grad ChatGPT ein Diss-Track über dich schreiben lassen. Holy shit, he's cooking. Na, dann post mal rein. Ich soll die Musik selber auf einer Flöte nachspielen? Dun 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 dun. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Dun 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 dun. Marco, Pictolato, Dino, Lurky, Mariko, Fasky, Daniela, Schrick, Kuron, Mariko, Wölfchen, Kuron, Marco, Evoli, Mariko, Mariko, Kuron, Fasky, Chaos, Happens, Fasky, Mariko, Pictolato. Gotta catch them all, gotta catch them all. Gar keine so dumme Idee, weil es ist sehr einfach. Weil der Poker-Rap macht nichts anderes, oder? Da reimt sich noch nicht mal irgendwas. Es ist einfach vorgelesen. Kleinstein. War doch gar nicht mal so schlecht. Ich lieb's. 150 Patrons. Ja, das ist ganz schön viel, doch ich will Patreon-Meister sein. Das ist mein Ziel. 150 Patrons. Ja, das ist ganz schön viel. Aber so viel habe ich noch nicht. Aber das ist mein Ziel. Alles macht Sinn auf einmal. Mal schauen.
ob ich mich dem Cringe unterwerfe und das einfach mache. Hüpf doch! Für die Patrons, ja, das ist mein Ziel. Doch, das ist ganz schön viel. Fuck, ist mega als 500 Zeichen. Was? Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir. Achso, auf Deutsch ist es so. Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir. Der Diss-Track. Dann schick auf Discord. Aber hast du gar nichts eingegeben? Hast du einfach nur gesagt, mach einen Diss-Track über Leos Mind? Oder hast du gesagt, Glatze, gemein, groß, dick? Und dann macht er daraus Reime. Sondersensor. Nur Leos Mind und dann macht er trotzdem sowas schon. Wartet, ich habe eine neue Wohnung vorgeschlagen. Gekriegt. Wir haben quasi so Alerts eingerichtet. Das heißt, jedes Mal, wenn eine neue Wohnung in dem Bereich eingestellt wird, in dem wir gerne wohnen würden, kommt eine Wohnung. Also werde ich benachrichtigt. Aber diese Wohnung ist komplett hypermöbliert. So hypermöbliert. Wer will denn da wohnen? Wer will denn in eine Wohnung ziehen? Ich weiß wer, aber wir nicht. Die komplett eingerichtet ist, bis auf den Salzstreuer. Ich weiß, die Leute, die nur ein Jahr lang hier arbeiten und danach wieder abhauen. Okay. Aber hier der Discord-Diss-Track. Yo, yo. Yo, warte. Ich lese das jetzt zum ersten Mal, ne? Ich kann nichts dafür, wenn es jetzt null Sinn ergibt. Wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang? Yo, Leos meint, du denkst, du bist der King im Spiel, doch dein Content ist so trocken, kleiner bleibt lang am Ziel. Du redest viel, doch sagst nichts, alles nur heiße Luft, deine Worte sind bedeutungslos. Verschwinden wie ein Duft. Dann kommt der Chorus, keine Ahnung, wie sich der anhört, aber... Leos meint, du bist nur ein Bluff. Deine Fassade fällt, es wird dir langsam zu tough. Bluff und tough? Du spielst den Schlauen, doch jeder weiß Bescheid, dass hinter deinem Namen nur heiße Luft bleibt. Dein Stream ist eine Schall... Dein Stream... Moment, der weiß, dass ich Streamer bin. Du hast einfach nur Leos Mind angegeben und der weiß, dass ich Streamer bin? Hast du gesagt, Streamer Leos Mind? Weil dein Stream ist eine Schlaftablette, keiner bleibt wach. Während du redest, schnarcht dein Publikum, ach. Du willst beeindrucken mit deinem Pseudo-Intellekt, doch selbst die Daumen, doch selbst die Dummen merken, du bist nicht korrekt. Jetzt kommt die Bridge. Du hast nur Leos Mind angegeben. Krass. Dein Ego ist riesig, doch dein Talent bleibt klein. Leos Mind, in der Szene wirst du nie jemand sein. Du redest groß, doch niemand hört hin, denn jeder weiß, dein Mind ist nicht drin. Dein Mind ist nicht drin, ey. Pass auf. Leos meint, du bist nur ein Bluff, deine Fassade fällt, es wird dir langsam zu tough. Du spielst den Schlauen, doch jeder weiß Bescheid, dass hinter deinem Namen nur heiße Luft bleibt. Reimt tough? Tough reimt sich nicht auf Bluff. Bluff, man sagt Bluff und nicht Bluff. Sagt man Bluff auf Englisch, auf Deutsch? Bluff? Bluff? Du bluffst, du bluffst. Hm. Leos meint, das war's, dein Hype ist verflogen, deine Fans merken, sie wurden nur belogen. Pack deine Sachen, deine Zeit ist vorbei, dieser Diss-Track macht klar, du bist nicht dabei. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Okay. Voll krass, wie ich gedisst wurde von ChatGPT. I mean, he's not wrong. Ja, ich muss aufpassen, ich bleib sonst nicht dabei.
Das Beste ist, dieser Diss-Track macht klar, du bist nicht dabei. Bei was? Jeremy's Next Top Model? Bam, bam, bam. Ich fühle mich jetzt natürlich schon verletzt. Ich glaube, ich brauche mindestens 10 Subs, dass ich wieder glücklich bin. Okay, wir sind hier bei einem netten alten Herrn, der eine Schere hat. Sticht mich jetzt einfach ab. Die Mindline war gut? Nein, war sie überhaupt nicht. Auf was hat er Mind gereimt? Dein Talent beim dein Ego ist riesig, doch dein Talent bleibt klein, Leos Mind. In der Szene wirst du nie jemand sein. Dein Talent bleibt klein, Leos Mind. Okay. Das kann Akrobatik. Aber ich kann Katapult. Oh oh. Ja. Easy. Ich meine, ich bin 46. Das ist schon krass. Für die vierte Arena. Du hast nur meinen Namen eingegeben. Das ist schon krass. Staffette? Nee, Staffette brauchen wir nicht. Besiegt die Pflanzen. Wie, du hast einen Clip daraus gemacht, Mariko? Den kann ich nicht anschauen. Zu viel Fremdschämung. Ich find's schade, dass irgendwann etabliert wurde, dass Arena-Leiter nur noch 3 Pokémon haben. Komm schon, Quajutsu zieht durch. Eigentlich. Dieser Arena-Leiter sollte definitiv zurücktreten. Oder ich sollte des Schummelns beschuldigt werden, weil ich mit einem fast Level 50 Quajutsu teilgenommen habe. Es ist soweit, das falsche Evoli entwickelt sich, aber dann haben wir direkt ein Felinara. Ist da. Außer geht jetzt falsch, aber es muss funktionieren. Feenattacke und es ist Tag. Es muss, glaube ich, noch nicht mal Tag sein, aber... Ah, B, 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 B. Was? Hä? Was? Warum? Ich hab nicht gespeichert. Warum? 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 Es ist nicht mal Nacht im Spiel. Warum? Warum? Das macht halt wirklich keinen Sinn. Keine Feenattacke. Das hatte eine Feenattacke. Cooler Augen, oder wie das heißt. Es ist aber auch nicht Nacht. Achso, Psyana ist Tag. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Cooler Augen ist keine Feenattacke. Die andere Feenattacke halt. Ich glaube, dass weil es wird hier tatsächlich unterschieden. Also bevor ich euch zeige, dass ich eine Feenattacke habe, möchte ich euch das hier zeigen. Es ist natürlich trotzdem meine Schuld, aber zoomen. Levelaufstieg mit hohem Freundschaftswert tagsüber bis Gen 7. Levelaufstieg mit der erlernten Feenattacke sowie 2 Herzen zutrauen. Das heißt, ich dachte gerade, ich habe schon die 2 Herzen. Ich dachte, dass Psyana auch 2 Herzen bedeutet in Gen 6.
aber in Gen 6 ist trotzdem auch nur der Freundschaftswert. Das heißt, das, was ich letztes Mal gesagt habe, ist richtig. Der Freundschaftswert ist was anderes als das Zutrauen mit den Herzen. Das sind zwei komplett verschiedene Systeme. Und ich habe das System von... Ich habe das alte System getroffen und habe es nicht gemerkt. Woher soll ich das auch merken? Woher soll ich das wissen, dass ich das, weil ich noch nicht zwei Herzen habe? Vielleicht hätte ich gerade zwei Herzen gehabt. Nee, ich kriege ja, glaube ich, nur Herzen, indem ich es rumstreichel oder so. Also entweder ich mache jetzt alles nochmal, was ich heute gemacht habe. Oder ich mache mir einfach noch einen Evoli. Meine Freundschaft ist hoch genug. Das Zutrauen war nicht hoch genug. Das heißt, ich muss von vornherein wissen, ob ich gerade zwei Herzen habe oder nicht und dann halt B spammen. Oder ich hätte am besten, hätte ich jetzt gerade B gespammt, weil ich mir nicht sicher war. Und dann hätte ich nachgeguckt, ob ich zwei Herzen habe und dann hätte ich gemerkt, das wäre es nicht gewesen. Weil wenn wir jetzt hier gucken, ich kann safe eine Feenattacke. Es ist wirklich einfach der falsche Wert gewesen. Ich weiß es mit den Herzen. Ich habe extra ja Herzen gemacht von Evoli schon. Also es ist nur ein Herz. Aber die Freundschaft war einfach schon auf Max. Wegen der dummen Sanftglocke. Ich sag's euch, die Sanftglocke bringt nichts. Die Sanftglocke hat's mir gerade kaputt gemacht. Die Sanftglocke steigert nur die Freundschaft. Aber ich brauche diese Zutraulichkeit und die ist, glaube ich, von der Freundschaftsglocke, von der Sanftglocke null beeinflusst. Das heißt, diese Sanftglocke hat mir wahrscheinlich gerade den Strich durch die Rechnung gemacht. Kaka! Du machst das extra fürs Clip-Farm. Ja. Das ist aber kein Clip. Hallo Bananenritter. Dankeschön für 4 Monate. Hallo, hallo, hallo. Okay, weg mit diesem Psyana. Wir brauchen ein neues Evoli. Aber genau genommen brauche ich ein männliches Evoli und ich brauche ein weibliches Evoli, damit ich eher ein männliches Leufeo bekomme. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Dann habe ich insgesamt 3 Felinaras gemacht. Ich kriege doch bestimmt auch 2 männliche Leufeos ohne Schambolzen. Weg damit. Kein Gen 6. Nur Gen 6 brauche ich. Will ich. Gipfelstation. Hier bin ich angekommen. Hallo Akuma. Der Böse. Jetzt eigentlich. Hier. Das heißt, ich kann auch Meerestitanhöhle. Da wäre ich gerade, glaube ich, hingeschwommen. Tempera City. Ja, aber ich bin doch nicht in Tempera City. Das heißt, die Stadt, die da unten war, ist immer noch die gleiche Stadt. Die Magnetbahn verbindet bloß 2 Stadtteile. Egal. Tempera City. Wir gehen weiter. Kann ich... Moment, jetzt sollte ich fliegen können. Oh nein, ich habe kein Pokémon, was fliegen kann.
schauen. Und dann fliege ich zurück, fange mir nochmal ein Evoli. Mach das Ganze nochmal. Und fang ein Staralili. Nee. Fiaro-Ding. Ich habe auf meinem Controller keine Taste für dieses. Wo ist das? Nein! Wer könnte hier fliegen? Ich glaube, keiner kann fliegen. Muss ich jetzt irgendwas fangen, was fliegen kann? Okay. Also, fangen, was fliegen kann. Zurückfliegen, Datiri fangen, Evoli fangen. Und dann weiter. Steppe. Das hört sich dann nach Vögeln an. Wo ist nicht hier auch dieses Area 61-Ding? Also wie war das? Oh! Du kannst auch sicher fliegen. Area 61, noch nie gehört. Da, wo die ganzen Leute Naruto-Runs gemacht haben. Also, so wie ich das richtig. Ach, ich kann hier nicht Rollers. Warum konnte ich. Ach, der Wind. Okay. Gibt's auch irgendwie Gen 6-Pokémon in diesem Spiel? Wann entwickelt sich mal Grammoklas eigentlich? 35? Schon echt hoch. Nachtieb 70, hohe Volltrefferquote. Aber das ist physisch, aber physisch ist gut. Ich weiß, Verfolgung macht doppelten Schaden, wenn... Na egal. Oh! Wenn man vom Duokles spricht. Und jetzt wird's ein Psyana. Schön. Dass das Ding Geschlecht haben kann. Okay. Also komme ich da irgendwie drüber? Hat's gebracht? Nix. Gibt's nicht irgendwas da unten, was fliegen könnte? So ein Diktri kann auch sicher fliegen. Hallo, du wildes Butzi. Das war die dritte Evoli-Entwicklung, die schlecht ging, falls ihr Karmesin und Popo zählt. What's happening? Okay. Hier, genau. Area 61,000. Oh, Gott. Ich brauche gar keinen Feuerstein, oder? Oder ist Pyroleo Feuerstein? Diese Tür zu öffnen ist ein besonderer Pass vonnöten. Das war doch safe irgendwie DLC-Content oder sowas und dann haben sie es nicht gemacht. Das ist doch das, wo man nicht reinkommt, oder? Wo man immer denkt, ja, da wird es irgendwann reingehen, aber es
gibt einfach nicht. Da war das nochmal woanders. Egal, ich will doch nur ein Vögelchen. Ah. Vögelchen. Wenigstens XP. Gen 1 bis 5 Pokémon sind nur dafür da, um XP zu kriegen. Chivrum, Chivrum. Ja, hier ist auch nochmal. Kann ich darüber? Okay. Sehr feuer-themed hier alles. Hallo, Phil. Warum ist so leise? Phil, Dankeschön für 32 Monate. Danke, Phil. Hallo, hallo, hallo. Jo, stell dir mal vor, 2030 ein DLC für X und Y. Wir kriegen das schon nächstes Jahr. Legends Zaa. Das Kraftwerk ist noch in Betrieb. Was? Kann auch immer sein, wenn es irgendwann ein Remake gibt, was noch ewig dauert bei Gen 6, dann... Dann vielleicht... Kommen wir da rein. Ein Hundemon. Ist es nicht ein schönes Hundemon? Phil, was hast du getrieben die letzten Monate? Warum direkt? Das habe ich echt vermisst. Ja, ich auch. Phil, ich habe sehr vermisst, dass du mir 10 Euro gibst. Dankeschön für 1000 Bits, Phil. Und hier ist natürlich dein Zettel dafür. Hä? Phil! Ich habe dich so vermisst. Kraftwerk passt verloren. Ich komm da rein, oder? Phil, vielen Dank für 5 Subs. Danke. Endlich hört man nicht mehr, wie ihr Pokémon-Name ausspricht. Falsch ausspricht. Ja. Hallo, Yellow Flash. Ich habe nur gearbeitet und neue Wohnung gekauft. Nächstes Wochenende ist der Umzug. Wir suchen auch gerade eine neue Wohnung zum Mieten. Und es ist stressig, so stressig, so stressig. Ich will nicht mehr. Was ist das für ein krasses Ding hier, wo ich überall nicht reinkomme? Ich will diese Dinger nicht mehr besiegen. Doch. Da! Doch!
hasse Roller Skates. Ich hasse Pokémon. Bis wann müssen wir draußen sein? September. Kann man nicht auf Libeldra fliegen. Okay, ich fange kurz einen Kaumalat, Knackleon, und dann entwickle ich es bis hoch auf Level 50, um dann ein Libeldra zu haben, und dann fliege ich mit Libeldra. Okay. Keine Ahnung, ob man auf Libeldra fliegen kann, aber was bringt mir das? Ich habe mir gedacht, ich schaue heute mal kurz vorbei. Willkommen zurück, Phil. Ich mache jetzt hier den Mewtwo. Okay, okay, okay. Sonnenstein. Alles hat mit Feuer zu tun. Wo muss ich lang? Tipps für Trainer. So riesig hier. Ich bin Level 45 und nicht 50. Hä? Aber Leo, das klingt doch nach einem guten Plan. Ein Libeldra zu machen? Nein. Ach, nur bis Level 45? Libeldra ist Level 45? Okay, das geht ja schnell dann. Mit den ganzen Diktris, die hier erscheinen. Fell, du bist ein Panflammen. War ja nur eine Frage. Dumme Frage. Nein, ist doch okay. Ich sag ja bloß, es war nur eine Frage und ich antworte ja bloß. Aber der Wind ist jetzt weg. Nein! So, hier ist er. Und er sagt... Ich komme nicht nein. Texte lesen sollte nie eine Bedingung sein, um weiterzukommen. Hey, ich gebe ihn dir. Hier. Ich komm ja doch da rein. Aber ich komme nicht in alle rein. Das klang gerade wie, Dana Coco Jumbo, ja, ja, ja. Dana Coco Jumbo, ja, ja, ja. Ich mag Team Flair. Simpel, einfach. Was gibt's bei dir so Neues? Wir wurden aus unserer Wohnung rausgeschmissen. Ich spiele jeden Tag Pokémon. Ja, sonst ist alles beim Alten, wie immer.
Wieso wurdet ihr rausgeschmissen? Weil ich regelmäßig auf dem Balkon gekackt habe. Das hat dem Vermieter nicht gefallen. Der hat gesagt, komischerweise, es riecht. Verstehe ich auch nicht, warum. Ist doch alles nur natürlich. Ich meine, was glaubst du, wie die Leute das in Rom gemacht haben? Vor Christus. Was? Okay. Ich habe 100.000? Geil. Aber ist das wirklich ein Kündigungsgrund? Anscheinend. Ich meine, ich kann eh hier nichts dafür, dass der Vermieter dreimal darin ausgerutscht ist. Muss halt aufpassen, wo er hinsteigt. Wenn ich schon keine Haustiere haben darf, dann darf ich doch wohl selber auf die Terrasse kacken. Jeder kackt auf den Balkon, deswegen schmeißt man eigentlich gleich raus. Genau! Habe ich auch zum Richter gesagt. Hab mich auf den Tisch gesetzt, mich umgedreht, Hose runtergelassen, dem Richter tief in die Augen geguckt und es ihm vorgemacht, wie harmlos das sei. Auch der Richter fand das irgendwie komisch. Wegen Eigenbedarf bestimmt, oder? Nee. Er verkauft die Wohnung. Wenn man eine Wohnung in Irland verkauft, müssen die Mieter raus. Komische Richter, gell? Ich dachte, das ist der Grund, warum man keine Tiere zulässt, damit man das selber hinmachen kann. Ja. Du, wir verstehen uns alle hier, ne? Aber irgendwie hier... Er fand es nicht so cool. Er hat so getan, als ob ich voll der Unmensch sei, so voll der... voll die Kackmaschine. Warte, da kam ich her. Da kam ich daher. Da kam ich her. Da war der Raum. Da, okay. Sogar als ich gesagt habe, Herr Richter, Your Highness, Khaleesi, bitte glauben Sie mir doch, ich habe ein Living Form Dex in Pokémon Home. Hier, gucken Sie. Und dann habe ich so mein Handy hochgehalten und durchgescrollt. Und dann hat er kurz geschluckt, kurz so, oi, uff. Hatte ich ihn kurz davor, aber es hat sich fast schon wie Bestechung angefühlt. Ich glaube, es hat er auch gemerkt, so. Aber also, es hat nichts gebracht. Er war schon sehr beeindruckt. Er hat schon kurz so, uff. Und jetzt, das muss jetzt unter euch bleiben, aber danach ist der Richter zu mir gekommen, hat ein Autogramm gewollt. Ich meine, ich habe es ihm dann so durch die Gitterstäbe gegeben. Aber es war schon seltsam, war schon sehr unprofessionell von ihm. Was war nochmal die Frage? Kaufen wollen wir hier nicht, denn das ist hier schrecklich. Wir kaufen sicher nichts, was so überteuert ist und eigentlich nichts wert ist. Und wenn du hier was kaufen willst, dann dauert es so ein Jahr, bis du das tatsächlich gekauft hast. Und so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe keinen Surfer mehr. Hättest du Gen 6 und 7 fertig gehabt, wäre alles okay gewesen, aber es ist letztlich eine unvollständige Sammlung. Hey, so, ich habe nicht auf die Pokémon draufgeklickt. Ich habe ein Living Form Dex. Ob das jetzt meine OTs sind und ob das jetzt alle aus der, ob das jetzt alle aus dem originalen Spiel sind und so. Das, was ein Richter nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich will doch nur ein Flug-Pokémon. Das ist dumm, ne?
Moment, Eis ist gut gegen Stahl. Ne, warte mal, was? Wie rum? Doch, Eis ist doch gut gegen Stahl, oder? Aber Kampf ist schlecht gegen Eis. Moment, der ist ja gar nicht Stahl. Für mich ist Zurokex immer Stahlkampf. Aber der ist Stahl, der ist Kampf und Licht. Was rede ich denn da? Hi, Mariko. GB. Wollen wir anstatt gute Besserung jetzt mal GB anfangen zu sagen? Wollen wir das mal etablieren? GB ist nicht mehr Geburtstag, sondern gute Besserung. Hab einen schönen GB. Schattenklaue sieht aber creepy aus. Erst einmal wird man immer getroffen. Hey! Räuber too strong. GB ist Gameboy. Der gute Besserung Operator. Naja, man muss das G einfach leise sprechen. GB. GB ist Geburtstag und GB ist gute Besserung. Und GB ist Gameboy. Ganz einfach. Es gibt für alles eine Lösung. Wie heile ich jetzt mein Quajutsu? Muss ich einen peinlichen Beleber nehmen? Ich glaube. Aber ich habe auch keinen Surfer mehr, daran liegt es ja. Ja, wir schaffen das mit unserem Duokless. Es sind ein paar Gegner noch, aber lieber lasse ich mich besiegen und bin beim Pokémon Center, als dass ich da jetzt zurückgehe. GBBK ist geh bitte Balkonkacken. Warum denn schon wieder ein Golbat? Ich mache jetzt Schwertanz. Ich mache das jetzt voll taktisch. Nice. Jetzt nochmal Magnalien. Unlicht. Ist da, habe ich irgendwas? Nee, ne? Schattenstoß. Ist Geist gut gegen Unlicht? Nee. Trotzdem. Nicht effektiv. Geist ist nicht gut gegen Unlicht. Verdammt. Duokless wird. Wenn das ein Durengard ist, dann hui 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 hui. Das wird nix, oder? Spezialverteidigung bringt nix. Ey.
Ich muss Schattenstoß machen. Ich habe mich noch nicht erkundet, wie sich Duokles entwickelt. Durengard? War das nicht mit einer Attacke, die es haben muss? Und dann entwickelt sich's? Oder war es ein Finsterstein? Kannst du ruhig sagen, Ulopoto. Warum? Ich laufe im Kreis. Ich habe eben das Video von gestern geguckt und nehme es dir noch übel, dass du Verfolgung dem Schlitzer vorgezogen hast. Aber was Schlitzer? Ich meine, Schlitzer ist eine normale Attacke. Normale Attacke, wenigstens werde ich mit Verfolgung oder jetzt Nachthieb immer das Potenzial haben einer effektiven Attacke. Schlitzer ist einfach nur eine Attacke. Aber ja, ich habe ja gezögert. Zum einen Finsterstein, also weil es entwickelt ist, erlernt es keine weiteren Attacken. Ich würde mit der Entwicklung also noch warten, dann noch ein paar mehr coole Attacken kommen. Okay, okay. Danke, danke. Ich habe eh keinen Finsterstein. Wahrscheinlich dauert es auch noch sehr lange, bis man einen Finsterstein finden kann. Jetzt sollte ich Kampf machen? Über das Kampf. Kampf und Licht. Kampf ist gut gegen Licht. Und Licht ist gut gegen Kampf. Haben Muskelprotzer Angst vor der Dunkelheit? Warte mal, ich mach mal kurz da drüber. Schlechte Attacke, egal. Nein. Ein Muskelprotz hat keine Angst vor der Dunkelheit. Wusste ich. Schlitzer erhöht Chance auf Volltreffer. Ja, aber wir lernen noch viele andere coole Attacken. Chevrum tatsächlich gut hier gerade. Also diese fette Schrift da, vergiftet und paralysiert, ist echt ein bisschen übertrieben. Was war denn so schlecht an Para und Gift und die schönen Abkürzungen SLP. Kann Durengard Gigastoß dann? Gigastoß ist doch, glaube ich, die beste Unlichtattacke und es ist auch noch eine physische Attacke. Wir würden sogar nur die Symbole reichen. Ja! Nice, nice, nice. Das ist eigentlich mein VM-Sklave, ich weiß gar nicht. Aber der wird immer besser. Ich kam eigentlich hierher, um zu verlieren, und jetzt gewinne ich die ganze Zeit. Ich laufe doch nur im Kreis. Wo ist denn? Sanktoklinge und Eisenschädel. Ah ja, richtig. Also sollte ich sowas wie Sanktoklinge, Eisenschädel, Schwerttanz und Eisenschädel. Und halt, was ich hier, die Finsteraura. Easy. Dunkelklaue. Ah, ja, das ist gut. Thank you.
Oh oh. Ich kann ja nur Ladestrahl machen. Oh, sieht geil aus, die Attacke. Ah, wie Psyogon sich verändert bei Attacken, wie cool. Das könnte... Wie cool Psyogon aussieht bei der Attacke. Oh, Psyogon haben sie... Hä, das wusste ich gar nicht, dass Psyogon da richtige Augen unter den Ohren hat. Ich habe noch nie mit Psyogon gekämpft, oder ist... Ja, macht das das in Gen 9 auch? Ist voll cool. Oh, da ist noch eins, verdammt. Ich kann nur Ladestrahl machen. Alter, lass mich. Hallo MacBossly. Oh, das war sogar saugut. Aber das bringt mich jetzt um. Ah, es war so knapp. Hey. Na gut, aber mit vollen AP renne ich jetzt durch. Das war nur das Problem, weil meine AP einfach weg waren. Immer noch kein Flug-Pokémon. War hier irgendwo noch Gras? Hier war Gras, oder? Ah ne, hier ist ja... Ich muss erst Magnetbahn. Ich mache jetzt erst Flug-Pokémon. Wobei, vielleicht gibt es auch immer noch bei dem Gras hier auch kein Flug-Pokémon. Das ist einfach ein Stuhl. Möchtest du Magnetbahn fahren? Ja. Hier war doch krass. Irgendwas. Taubsi. Okay, okay. Komplett der Angriff. So oft Bedroher. Ich bin jetzt minus... Ah ne. Nur zwei hatten Bedroher. Wenn alle Bedroher hätten. Das schaffe ich trotzdem. Die sind nur Level 14. Die sogar nacheinander umfallen. Das ist voll gut gemacht. Das Level, ne. Okay. Irgendwas, was fliegen kann. Gibt's hier gar nichts. Miltank. Okay, ich gucke jetzt nach, ob es hier überhaupt was gibt, was fliegen kann. Frage ist, wo bin ich? Ich bin... Ist das eine Route? Nein. Vier Routenwechsel? Nein. Ja? Ah doch. Route 12. Gibt's einiges. Plaudergei. Das ist bestimmt 1%. 30% Plaudergei? Nicht richtig? Ja. Ich bin richtig. Gelbe Blumen. Nee, nur Plaudergei. Plaudergei...
10% gelbe Blumen. Aber hohes Gras 30%. Okay, Plaudergeil, komm her. Schönes Pokémon zum Fliegen. Ich habe eine Orgel gesprengt, ja, stimmt. Das ist eine Miltank. ...30% Plaudergeil. Oh, was? Level 48er Katapult bringt kein 23 Pachirisu um. Eyo. Es hat aber eine Catchrate vom anderen Stern. Ist nicht so schlimm wie Tanhell, aber es kommt sehr nah dran. Oh, überlebst du einen Schlecker? Nee, du überlebst aber einen Ruckzuck hier. Spiegeltrick. Ich liebe Plaudergeil, sieht so cool aus. Aber wir können sie ja auch woanders fangen. Superball. Super. Komm. Oh. Wunderschön. Was willst du denn mit Plaudergeil? Ich will damit fliegen. Ich will doch nur fliegen. Kannst du den Emulator schreien? Ich glaube schon, ja. Doch, das geht. Soll ich machen? Es muss, glaube ich, aber die Attacke können. Es kann die Attacke nicht. Ich weiß auch nicht, wann das abgeschafft wurde. Aber ich glaube, auf dem DS sollte es noch gehen. Aber es kann Geschwätz. Dann geht es nicht mehr. In Gen 6 geht es nicht mehr. Ich sollte hier Geschwätz auswählen können. Flieg nicht so hoch. Flieg so nah an die Sonne jetzt. Ich glaube, die haben das ab Gen 6, also ab dem 3DS abgeschafft. Obwohl der noch ein... Vielleicht wegen Internet und sowas. Weil man dann ja Penis reinschreien könnte und dann könnte man online mit jemandem kämpfen und dann würde der Penis schreien. Und auf dem DS ging das, glaube ich, noch nicht. Da war das quasi, was du mit deinem Plaudergeil machst, das bleibt bei dir. Aber jetzt so mit dem Internet und alles mussten sie das, glaube ich, dann einfach dicht machen, damit man damit keinen Unfug machen kann. Hallo Ziref. Die Attacke war gesperrt in Online-Kämpfen. Das macht natürlich auch Sinn. Aber warum haben sie es dann komplett abgeschafft? Los, Plaudergeil. Fliegt Terrain-Attacke. Ach, das heißt hier Terrain? Terrain-Attacke? Territarium-Attacke? Fliegen. So, wo war jetzt... Was ist eigentlich der komplette Anfang? Ach so, hier. So richtig, richtig am Anfang war das, oder? So richtig, richtig am Anfang. Hast du schon Pokérock gespielt? Nö, mag ich nicht. Ich mag kein Kämpfen. Pokérock hat, glaube ich, viel mit Kämpfen zu tun. Ja, wir nehmen nach oben. Zumindest ist im Catch-Tutorial ein kleines, süßes Fletchling, wovon ich mir nie den Namen merken kann auf Deutsch. Nö. Der Name ist nicht in meinem Kopf. Also es ist mehr PVM als PVP. Trotzdem ist es Kämpfen. Ich glaube, es macht mir Spaß, Ruckzuckhieb gegen einen Zickzacks einzusetzen. Geschwätz konnte man außerhalb des Kampfes nicht mehr nutzen.
Ich dachte, Geschwätz ging bis Gen 7. Aber ich guck jetzt mal. Geschwätz. Effekt. Seit der sechsten Generation umgeht diese Attacke Delegat. Nein. In der vierten und fünften Generation kann der Trainer Plaudergeil mit Hilfe des eingebauten DS-Mikrofons das Wort beibringen. Ja. Also ab der sechsten hier geht's nicht mehr. Aber in der fünften sollte es noch gehen, dass man das einspricht und dann jedes Mal bei der Attacke schreit es das. Ich brauche noch einen Skoppel. Nein! Ich will doch nur gucken, gibt es überhaupt einen Fletchling? Brauchst du nicht entschuldigen. Alles gut. Das sagt auch nur PokeWiki. PokeWiki macht auch oft Fehler. Ich gucke jetzt nach. Wo zum Teufel bin ich hier? Route 1, Carlos. Heißt bestimmt nicht Route 1, oder? Doch. Tiri, 20%. Wo bist du? Fangchance liegt immer bei 100%. Krass. Alles hat hier 20%. Topsy hat 14%. Okay. Okay, dann fange ich direkt drei männliche Datiri, wenn die Fangchance 100% ist. Hallo? Da bist du ja. Und es ist ein Weibchen? Bestimmt, oder? Bestimmt. Nein. 100%. Wird doch das Carpador in der Pfanne verrückt. 100%. So. Jetzt brauchen wir unser Plaudergeil nicht mehr. Aber wir fangen noch Skoppel und zwei Datiris fangen wir noch. Pyro, du bist ein sehr Pifoi. Sehr, sehr cooler Starter. Hat mich beim Kämpfen enttäuscht in Gen 5, aber sehr, sehr cooler Starter. Hallo Anne. Was haben wir denn da jetzt? Ach hier, die Anne, die sind Traummagil. Purmel. Brauche ich noch einen Purmel? Hatte ich zwei gefangen? Nee, ist eh weiblich. Okay, ich brauche noch ein männliches Purmel und ein Skoppel und zwei männliche Datiri. Ey, Schniedel. Halt. Ja. Und jetzt kommen die, die ich will. Sehr gut. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Raupi.
Hipporommel. Männlich bitte. Alter. Was ist denn mit diesen Pummels? Kriege ich überhaupt EP? Ah ja, 11. Vielleicht flüchte ich einfach. Aber... Nee. Wer das eine EP nicht ehrt, ist das Trikephalos nicht wert. In dem Wald? Ist da besser? Jetzt reicht's aber mit den Häschen. Wo kommst du denn jetzt her? Wer braucht denn jetzt einen Zickzacks? Ich meine, ich brauche ja wirklich diese Schambolzen, bräuchte ich nur für zwei männliche Leufeos. Der Rest ist ja, glaube ich, 50-50. Ich brauche auch irgendwann noch Erzwinger. Wo wollte ich Erzwinger noch einsetzen? Bei Pumpkin und achso, und dem seltenen Flabébé oder Floette. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch hier. Ist sowas wie Parfi weiblich only oder ist es sau selten? Ist die Verteilung von Parfi. Ich überlege, ob sich Schambolzen lohnt. Parfi ist auch 50-50. Sabayon dann auch bestimmt. Ja. Handrag ist safe 50-50. Die Fossilien sind immer 25% männlich. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist Amarino männlich? Stimmt. Haupsi. Ich glaube, wenn, dann würde ich es nur für Leufeo einsetzen. Und jetzt nochmal. Das muss ich ja wieder abmarkieren. Nochmal ein Evoli. Ewig rumpetten und streicheln. Fange ich lieber ein männliches Evoli. Viel Spaß mit Gen 6. Dankeschön. Hab gerade deine Level 1 Gyarados Reaction gesehen und musste schmunzeln. Dachte, ich schau mal vorbei. Auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Video geworden. Dankeschön. Es ist ein bisschen sehr viel Theorie. Aber es geht ja darum, auch zu erklären, wie man das nachmachen kann. Wie man zu einem Level 1 Gyarados kommt. Und wenn man die Theorie nicht will, dann skippt man halt aufs Ende. Aber Dankeschön, Dankeschön. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, das Gyarados zu kriegen. Komm schon, Datiri, ich will ein Männlein. Ist übertrieben, mit Surfer da reinzugehen? Oder? Was ich denn gerade für Pech? Lucy, du bist ein Ursaring. Ursaring.
Okay, ich mach die AP noch leer. Wenn bis dahin die Pokémon nicht da sind, dann mache ich weiter. Die AP von Ruckzuck geht mache ich noch leer. Also 14 Stück noch. In 14 Stück müssen 3 männliche Pokémon drin sein. Warum geruckelt? Normales Taubsi. Ich dachte schon, jetzt kommt ein Shiny. Warum hat's geruckelt? Diesen Hasen nicht mehr sehen. Grab it. Hast du denn gerade gesucht? 2 männliche Datiris und ein männliches Purmel. Die haben eigentlich alle eine 20% Chance aufzutauchen. Männlich bitte. Alter, das gibt's doch nicht. Er gibt das nicht. Vielleicht brauche ich doch Schambolzen. Männchen, bitte! Das gibt es nicht! Pumpkin, hallo! Dankeschön für 5 Monate Prime Pumpkin. Pumpkin, Pumpkin. Wir müssen auch noch einige Pumpkins in diesem Spiel hier fangen. Aber das kann nicht so nervig werden, wie ein weibliches 100% Datiri zu finden. Ah. Männchen. Männchen. Das dritte Weibchen in Folge. Was ist das? Krank. Krischi, hallo. Männchen. Ey, 1. Das hat dich am meisten immer genervt, wenn man ein bestimmtes Pokémon suchte. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich find's nur krass, dass einfach kein Männchen kommt. Ja, ich lieb sammeln und suchen wo und 1% suchen und so. Psst. Psst. Psst ist Gott. Genau, die stehen am Rand und lachen mich aus. Okay, wie viel Ruckzuck hier habe ich noch? Komm schon. Jetzt kommen die ganzen Schniedel auf einen Schlag. Nein! Auch 5 Ruckzuck hier danach.
Männchen. Ey. Das hat sich angestaut. Du wirst explodieren, wenn du diesen Trank nimmst. Aber stimmt es? Monster Hunter-Beschreibungen sind manchmal echt weird. Du wirst explodieren, wenn du diesen Trank nimmst. Aber stimmt es? Du spielst also zurzeit wieder Monster Hunter. So, jetzt schauen wir noch, ob wir noch einen Pummel finden. Dann haben wir alles hier. Die Vivillons werden dann als allerletztes geholt. Letzte Big Finale. 17 Vivillons grinden am Stück. Deswegen hat es mich getriggert, als Jessie gewonnen hat. Die hat schon eine PS5 gewonnen. Achso, du wolltest das Monster Hunter haben. Oh, männliches Pummel. Jawoll. Geht doch. Jetzt können wir weiterziehen. Hallo Itachi. Ich habe noch nie irgendwas gewonnen, glaube ich. Ich mache auch nie bei sowas mit. Was ist das Krasseste, was ihr jemals gewonnen habt? Das Leben. Ich war die eine Zelle, die es geschafft hat. Eine Kamera. Nice. Hab mal beim Bisa-Fans Adventskalender gewonnen. Detektiv Pikachu-Spiel für den DS. Nice. Die Bekanntschaft mit dir. Oh. Das zählt nicht. Ich schaffe es niemals, den richtigen Knopf zu drücken. So, ordne die mal kurz hier. So, so, so. Und. Welches ist am besten? Pfiffig. Dann sind die alle gleich. Ich nehme einfach das. Anstatt von Plauderguy. Das Amarino ist natürlich männlich. Das Psyogon war das weibliche. Aber wir haben auch hier zwei männliche Psyogons. Genau. Ich könnte mal das eine Psyogon mit einem anderen Psyo austauschen, damit es sich auch mal entwickelt. Duoclass müssen wir leveln. Datiri. Okay, die restlichen, die wir im Team haben wollen, später haben wir noch gar nicht. Aber ich könnte Pampam suchen gehen. Eigentlich sollte ich jetzt mal das Team zusammenstellen, was ich haben will. Wenn ich sie schon haben kann. Damit die leveln. Pampam. Pampam ist Pflicht. Route 5. Das ist nicht weit weg. Bei einem Fan-Gathering habe ich mal einen Convention-Aufsteller, ein T-Shirt und einen Controller gewonnen. Auch nicht schlecht. Oha. Gab mal einen Fotowettbewerb im Zoo, da habe ich gewonnen. Du hast einen Flamingo gewonnen? Musst du nicht... Ist es nicht saudreckig, einen Flamingo zu haben? Kann der Tiere überhaupt fliegen? Ja. Ich finde es immer komisch, wenn so kleine Tiere fliegen können, aber okay. Halte ich mich halt an den Füßen fest. Du hast ein Foto von einem Flamingo gewonnen. Ich hätte den Flamingo genommen. Oh,
Route 5 ist da. Du hast ein Foto von einem Flamingo gemacht. Ja, aber was hast du denn gewonnen? Ich habe noch nie was gewonnen. Ich auch nicht. Kann man jobtechnisch das als gewonnen erkennen, wenn ich die Position von einem bekommen habe, der nicht mehr da ist? Das hast du nicht gewonnen, das hast du dir verdient. Ich meine, jetzt muss ich aber noch gucken. Nicht, dass das irgendwie in dem hohen Gras nicht ist oder so. Pam pam, hohes Gras. Pam pam, lila Blumen. Okay, gut. Lila Blumen 20%. Pam pam, hohes Gras 10%. Lila Blumen. Was hier noch? Vehikel brauche ich auch noch. Okay. Also zwei männliche Pampams und ein Mehikel. Bitte? Hallo Maurediven. Und dann was anderes als diese Krebse füttern und gucken, ob er nochmal die Farbe wechselt. Müssen wir? Bei Flamingo. Und dann was anderes als diese Krebse füttern und gucken, ob er nochmal die Farbe wechselt. Warte mal, ist das nicht der Grund, oder? Ist das gerade unnützes Wissen über Flamingos, dass die Farbe haben, weil sie rote Krebse essen? Nein. Es könnte halt so... Die sind nur rosa deswegen? Wirklich? Das muss ich jetzt wieder fact-checken hier. Flamingo, warum pink? Sie kommt durch den Farbstoff Carotin zustande, der in den Schalen kleiner Krebstiere steckt. Aber so viel? Krass, wieder was gelernt. Ich meine, wenn Menschen Karotten fressen ohne Ende, sehen sie auch irgendwann aus wie Trump. Oder das typische britische Mädel, was ausgeht in die Disco. Aber nicht komplett pink oder orange. Wie viel muss man da fressen, dass man einfach pink wird? Krass. Ja, das wusste ich nicht. Congrats on Deoxys. Dankeschön. Job ist so, aus dem Grund wird bei Hafenbecken den extra Farbstoff ins Essen gegeben, die wären sonst weiß. Oh, ist ja auch schön. Dann sind sie Schwäne. Oh, wir haben, als wir am Sonntag zu diesem Loch gefahren sind für das Video, waren wir danach spazieren in so einem Park. Da waren einfach Schwäne in dem Park. Und, also, aber das war ein super kleiner See und da saßen einfach Schwäne in der Mitte auf so einem Stein, aber die hatten drei Babys. Also da waren wirklich drei so hässliche Entlein, also diese grauen, schmutzigen, kleinen Babyschwäne, die so unfassbar fluffig und süß aussahen. Und die chillten einfach und die Menschen sind um den See rumgegangen. Also ich war sicher nur anderthalb Meter entfernt von diesen Babys und die sind nicht ausgerastet. Das war süß. Schwan-Cookies. Ja. In Australien sind die Schwäne... schwarz, weil die Vulkanstein essen. Hab Respekt vor denen. Ja, ich habe auch gesagt, ey, lass da nicht so nah rangehen. Aber die hat es null gekümmert. Das war wirklich, das war halt See und auf dem See, also es war ein Teich in einem Park. Da war ein kleiner Stein in der Mitte und da saßen zwei Schwäne mit ihren drei Babys. Und da konntest du halt um diesen Teich konntest du rumgehen. Wenn du da ganz normal rumgehst, bist du halt wirklich so anderthalb, zwei Meter von diesem Schwan weg. Also wenn ich mich da hingelegt hätte, hätte ich den Schwan berühren können. Deswegen waren es weniger als zwei Meter. Hat ihn nicht gekümmert. Ich habe auch gesagt, lass mal vorsichtig da hingehen, weil wenn die
die sauer sind, dann hast du einen Schnabel im Genick. Warum ist einfach Signature-Pokémon der Queen? Ja. Das wird jetzt ein Gemetzel hier. Wie sie der Reihe nach umfallen, ist so gut gemacht. Gänse bei uns sind auch krasse Endgegner, ja. Wie viele Orden hast du schon? Ich glaube 4. Der letzte war dieser der Pflanzenorden. Jetzt suche ich aber die Pokémon, die ich im Team haben will, damit die mitleveln. Und eigentlich sollte hier ein Pampam sein. Zu 20%. Irgendwie. Hier steht Route 5, lila Blumen, Pampam, 20%. Das sollte alles so richtig sein. Pampam. Aber Dodo stimmt, Schlupuk stimmt, Mehike stimmt. Ja, das einzige 20%, was noch nicht gekommen ist, war einfach Pampam. Und da muss ich noch ein Evoli nachholen. Da ist es. Nummer 1. Pam Pam, du kommst in mein Team. Du wirst ein ganz krasses Pandrago und machst alle fertig. Mir fällt gerade auf, dass ich die letzten beiden Aufnahmen von Gen 6 gelöscht habe. Aber deswegen mache ich ja ein YouTube-Archiv. Da sind sie für immer verewigt. Hä, wie dumm bin ich? Ich lösche einfach die zwei Aufnahmen von Gen 6, die ich bisher gemacht habe. Das war so ein Reflex. Aber Gen 6 muss ich natürlich behalten fürs Video. Oh mein Gott. Jetzt ist aber Schluss, Pam Pam. Du nicht so, als ob du Level 30 wärst jetzt hier. Du bist Level 9. Chill mal. Na, Pam Pam, ich hole gleich da Tiri raus. Pandrago klingt wie ein Drachen-Pokémon. Ja, ich finde den Namen auch nicht so geil. Auf Englisch heißt er Pangoro. Ist viel besser, warum auch nicht auf Deutsch Pangoro nennen. Und Pancham finde ich auch besser als Pampam. Wobei Pampam ist auch süß. Pampam, Pancham. Pancham? Hallo Dave. Die Weiterentwicklung heißt Pandagro. Ernsthaft? Sage ich das auch seit Jahren falsch? Pandrago? Pandagro? Er heißt Pandagro? Oh. Pandagro. Pam Pam. Pam Pam passt. Klick! Sehr gut. Wegen Groß und Panda? Nee, wegen Agro. Pandagro. Kommt von Agro? Ja, natürlich. Boah, ich dachte mir immer Pandago. Holla, Pam Pam Fan bin ich. Sondersensor. Oh, Quajutsu kann das. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.
Das ist gut, aber das ist spezial, aber das ist auch gut, das ist spezial. Aber Ruckzuckhieb ist das Einzige, was schwache Attacken macht. Soll ich mal Schlecker entlernen? Aber Schlecker ist halt wenigstens... Kann ich Spukball lernen? Krass, er lernt sehr viele verschiedene Attacken. Ne? Das ist mal das Gegenteil von einem Serpii Royal, was nur Grasattacken gelernt hat. Lichtschild, nein. Dann bin ich auch dumm. Dachte auch immer, es heißt Pandrago. Manchmal liest man halt einen Namen, so wie man über Rechtschreibfehler drüber liest. Pandagro. Pandagro. Pandrago. Krass, ne? Nope. So, wir suchen jetzt. Sollen wir noch eins suchen? Wir suchen noch eins. War lustig in Australien. Wir suchten in Sydney ein Internetcafé und fanden es nicht. Da haben wir Leute gefragt, die an uns vorbeigelaufen sind. Dann die eine so, kommt ihr aus der Schweiz? Ich komme auch aus der Schweiz. Sie hatte sich so gefreut. Das typische, sind sie auch Deutsche? Sind sie auch Deutsche? Ach, das ist ja großartig, ne? Die Welt ist so klein. Sind sie auch Deutsche? Ich hasse es immer, wenn ich Deutsch höre im Urlaub. Kommst aus der Schweiz? Ich finde es immer so schlimm, wenn man im Urlaub rumläuft und man hört einfach Deutsch. Man ist so, was? Oh, fuck. Schnabel? Na gut. Ist in Gen 6 eigentlich auch zu einfach? Ich finde jedes Pokémon-Spiel zu einfach. Auch Gen 5 war zu einfach. Alle sagen immer, und ich habe auch das gedacht, dass Gen 5 die schwerste Gen ist, aber es war so einfach. Ich glaube Gen... Ich glaube Let's Go ist noch am schwersten. Let's Go ist am schwersten, weil du am Ende, weil du zwischendrin diese Trainer hast, die extra Ass-Trainer sind, die extra stärker sind, die du nicht bekämpfen musst, aber kannst, und weil du am Ende diese Level 100er Trainer hast, die abnormal schwer sind zu besiegen. Aber klar, so kannst du dir jedes Pokémon, also jedes Pokémon-Spiel ist im Endgame, kann es schwer sein mit Battle Tower und sowas. Aber nee, ich... Welches Pokémon-Spiel ist denn bitte am schwersten? Die sind doch alle gleich schwer. Ich habe mir das Video gerade angeschaut und frage mich jetzt, welche Falten auf dem T-Shirt du meintest. Aber vielleicht ist man persönlich immer kritischer zu sich selbst. Ich sehe so fett aus auf diesem Steg, Mann. Aber natürlich sehe ich nur ich das vielleicht. Besser ist es. Ich bin gestern einmal doppelt auf dem Stepper gestiegen. Tust du nicht, Mann? Warum lasst ihr mich nicht fett aussehen? Lass mich doch fett aussehen. Okay, Pferd sagt danke. Ich will doch nur, dass ihr mir zustimmt. Ich will nur hören, nein, Leo, bist du nicht. Nein, hör auf. Du siehst so gut aus. Aber wenn wir jetzt sagen würden, du wärst fett, ist das ja auch nicht nett. Richtig, also ihr könnt nichts richtig machen. Aber das ist immer so hier, ne? Ihr könnt nichts richtig sagen. Wie wenn eure Freundin euch fragt, hey, seh ich fett aus in diesem Kleid? Du kannst nichts Richtiges sagen. Wenn du sagst nein, es ist eine Lüge. Und wenn du sagst ja, bist du ein Arsch. Das ist genau die gleiche Situation. Man hat keine Plauze gesehen. Hä? Wie sieht man da keine Plauze, wenn dieses Ding einfach so nach vorne gewölbt war, dieses T-Shirt? Keine Plauze wäre, wenn das T-Shirt einfach runtergehen würde. Aber es geht nicht runter, sondern es macht Schultern, Körper, kleine Stöckchen als Beine. Der typische
Mitte 30er männliche Körper. Was ist mit diesem Pokémon hier? Immer noch nicht geschafft, das neue Video zu gucken, aber hoffentlich im Anschluss an deinen Stream heute. Es würde mich freuen. Aber nutz doch dein Patreon aus und guck das Video früher. Guck es wenigstens auf Patreon, dass du keine Werbung kriegst oder so. Apropos Kleider abgemerkt, ich muss noch Platin in FF7 Remake holen. Ja, viel Spaß. Viel Spaß mit dem Battle Simulator, ey. Das mit den Kleidern ist nervig, aber das ist nicht schwer. Du musst halt das Spiel nur dreimal durchspielen. Oder halt zu einem gewissen Punkt immer. Aber ja, das ist anstrengend. Aber richtig schwer ist der Battle Simulator. Mein Papa hat immer gesagt, wenn ein Mann über 30 keinen Bauch hat, dann fehlt ihm was. Also habe ich einen Bauch. Schau. Aber zuerst lügen. Nein, Ruhe jetzt. Hört auf zu sagen, dass ich fett bin. Das ist voll gemein. Brauchst auch nicht noch mehr Quaffaff. Korrekt. Aber ich will ein Pampam jetzt. Verdammt. Du hast den Simulator in Rebirth schon gemacht. Schwerer kann es nicht werden. Ich habe den Simulator in Rebirth noch nicht gemacht. Deswegen weiß ich es nicht. Aber ich habe weniger Beschwerden gehört. Es kann schon sein, dass der im Remake schwerer ist. Ich meine, es gibt es bei Rebirth auch. Also ich bin jetzt ja bei Pam Pam, 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 yes. Ich bin ja... In Rebirth habe ich ja jetzt diese ganze Gilgamesch-Sache gemacht. Bis auf das Ende. Weil ich Odin noch nicht habe. Man muss ja alle Bestia haben, um dann Gilgamesch zu machen. Odin ist schon hart. Aber das ist wahrscheinlich irgendeine Taktik, dass ich übermäßig viel HP habe oder sowas. Aber was ich nur meine, bei Gilgamesch gibt es jetzt ja auch jetzt, dass du gegen zwei Bestien auf einmal kämpfen musst. Oh nein. Im Remake Battle Simulator musst du gegen jede Bestie in einem Kampf gewinnen. Also musst am Stück gegen alle Bestien gewinnen. Auf schwer. Es ist so schwer gewesen, ey. Und dann noch plus extra Boss, der Secret ist. Ach, warte ab. Okay. Okay. Wenn du wüsstest, dann ist das ähnlich. Okay, wir haben's. Wo Pokémon? Was nehmen wir jetzt anstatt? Kann ich ja nur Psyau wegmachen. Aber war nicht Psyau das, was der Schneider konnte? Egal. Okay. Wir können endlich weiterspielen. Aber ich wollte noch ein Evoli. Aber wenn ich das nicht mit Schambolzen hole, dann kann ich das auch irgendwann holen. Dann ist es ja egal, wann ich das mache. Aber dann ändere ich mal auch diesen Bildschirm da unten, damit dieses Quajutsu nicht da unten rumhüpft.
Aber irgendwie gibt's alle anderen Bildschirme sind schlechter. Bleiben wir beim kugelrunden Quatsch zu. Gehen wir nochmal durch das Kraftwerk durch. Dann haben wir den ersten Kreis fertig. Das Haus war dumm, ja, aber das Haus war auch schwer. Schwer. Ich fand das. Ich glaube, das war schwer. Ich habe das alles gestreamt. Ich glaube, ich hatte da Probleme. Ich muss hier rein. Nee, ich muss nicht da rein. Auch übrigens eine Stelle, glaube ich, im Remake, die im Original nicht vorkommt, einfach. Oder gibt es das Haus im Original? Ich glaube nicht. Oder? Na, vielleicht schon. Ich habe mich da schon immer vertan jetzt. Okay. Wir gehen nach links. Nein. Okay, kein Surfer verschwenden. Wir flüchten jetzt. Oder runter? Ich glaube hoch. Geh weg, geh weg, geh weg. Runter wäre richtig. Würde gegen die Schutz was bringen? Ich glaube nicht. Ich mag den Ort auch nicht. Wie, ich kann nicht fliehen. Aber dann mache ich mal Sondersensor. Wie ist das denn so? Gut ist das. Es gibt auf jeden Fall ein Haus. Als eine Art Zwischenboss im Original. Keine Ahnung, ob das dann Hellhaus heißt. Dann ist es doch auch im Original. Ich habe einfach so wenig Erinnerung an das Original. Okay, ich komme da gar nicht rüber so. Und einfach so weiter. Wie heißt das denn? Wie die dummen Torhaidos im Meer in Schwert und Schild. Oh mein Gott! Aber da ich jetzt heute mal wieder den GB Operator ausgepackt habe und richtig getestet habe. Das Ding ist noch besser geworden, als es war einfach. Die ganzen Updates haben echt jetzt dafür gesorgt. Ich habe jegliches Gameboy-Spiel da rein und es hat instant sofort es erkannt und es hat funktioniert. Ich weiß auch, als ich den damals frisch hatte, musste ich die ganze Zeit reinpusten, nochmal reinstecken, rausstecken, reinpusten und sowas und dann hat es irgendwann geklappt. Und das habe ich ja im Video auch gesagt, dass man das immer wieder probieren muss. Jetzt einfach reinstecken, sofort, reinstecken, sofort. Ich dachte immer, das war ein Kontaktproblem, aber es war anscheinend ein Softwareproblem. So ein gutes Ding. Und jetzt ist es auch noch mit Filtern versehen und sowas. Jetzt kann man das Bild direkt super einfach, super schön machen. GB Operator, echt ein Wunderwerk. Es ist kacke schwül. Bei uns tatsächlich auch. Aber das ist doch nicht schlimm. Ja, Christina Aguilusa, das ist das Nervigste, ja. Die Torhaidos gehen sogar, weil du immer relativ
gut zu einer Insel kommst, bis es dich erreicht. Und ich habe mal ein Shiny Tohaido so gekriegt. So, noch nö, dummes Tohaido. Bring, oh. So, wer war es? Du warst es. Ja. Die hat mich besiegt. Schwitzt du noch oder klebst du schon? Mauri, du bist ein... Flambirex. Es ist... Irgendwas Inferno-mäßiges. Fuego. Sag ich doch. Inferno. Venti regelt. Marco Brion. Ein Horrerba. Oder doch, das ist ein Horrerba. Größer. Das war dumm. Warum habe ich das gemacht? Ein Horrorbällchen. Wenn hier das Gerät, was es eigentlich nur noch wärmer macht, es sich aber kühler anfühlt. Oder Venti, die Größe bei Starbucks. Ich glaube, es entwickelt sich schon, oder? Entwickelt sich der Tiri nicht irgendwie auf 16, 17, 18? Marino 38, Hagelsturm, aber das ist doch bloß diese Terrain-Attacke, ne? Naja, die machen wir nicht. Gerade Schlag muss. Dreschwege. Na gut. Hoch, da geht's zurück. Das ist jetzt das erste Mal coole Hauptcharaktere. Streich dir eins zur Pflege. Wow. Vin Diesel ist auch dabei. Hundemon. Wir haben sogar eine Wohnung gestern gefunden. Oder nee, heute früh bin ich aufgewacht und direkt eine Wohnung halt quasi wurde gepinkt. Die einfach gegenüber hier ist. Ich war schon so, ja, der Umzug wäre so einfach. Und dann ist sie nicht beziehbar bis Ewigkeiten noch. Also wäre so geil gewesen, einfach darüber, so ungefähr. Okay, das ging schnell mit der Tignis. Gutes Tignis, gut. Und ich glaube, jetzt ist es 36 oder sowas. So wie Taubos. Taubos war, glaube ich, auch 36. Blut, jawohl. Schön. Mein Ehemann war mein Nachbar. Der Zusammenzug war einfach. Das war aber ein Zufall, dass dein Ehemann direkt gegenüber gewohnt hat.
Habt ihr euch davor schon gekannt? Nur ein einziges Magnalien. Ganz froh sein, dass es nicht schief gegangen ist. Wie nervig wäre der Ex direkt nebendran. Ja. Einfach wegziehen müssen, obwohl man nicht zusammen gewohnt hat. Ja, nicht. Wir haben uns in der Waschküche kennengelernt. Das ist immer die Geschichte. Okay. Nice. Du auch heute hier am Waschen? Hast du auch so dreckige Wäsche wie ich? Ja. Guck dir an, da sind schon Fliegen drumrum. Wer sind wohl die beiden zwei? Das ist ja wie Sogeking. Schlipper gesehen, direkt verliebt. Hallo Miyari. Ich sollte öfter die Waschküche benutzen. Ja, vielleicht wartet da Penny auf dich. Dirty Talk beim Waschen. Ja. So, wir haben das Kraftwerk repariert. Mit unserem eigenen Schraubstock. Das ist Verkleidung-Level auf Team Rocket-Niveau oder wie Perry das Schnabeltier, genau. Oder wie Sogeking. Hallo, ich hatte mein Pyjama an. Ja, aber die ganze Wäsche war voll. Mit dem Dirty Talk. Okay, jetzt kann ich einfach da hinten runter, da hier rein. Ich habe gerade in 300 Zeitungen jeweils 3 Werbungen einsortiert. Endlich Entspannung. Was hast du gemacht? Du hast in 300 Zeitungen jeweils 3 Werbungen, ach so, quasi so die Zeitung auf einer Seite aufgemacht, ein Stück Flyer rein, Zeitung zugemacht. Okay. Fühlst du dich erfüllt? Ich habe sowas tatsächlich auch mal gemacht, hier und da. Das waren immer so die Jobs, wo irgendwie die Freundin oder ein guter Kumpel vorbeikam und gesagt hat, hey, ich habe einen Job und ich brauche noch jemanden. Und wir kriegen, keine Ahnung, 10 Euro die Stunde. Na, das war das wirklich einmal für einen Skihersteller. Halt wirklich, ja. Also du hattest ein Kuvert, du hattest einen Katalog und du hattest Werbung und einen Sticker oder sowas. Und dann musstest du wirklich halt Kuvert rein, Werbung rein, Sticker rein, zu. Nicht mit der Zunge wahrscheinlich, weil das wäre zu eklig gewesen auf Zeit lang. Und dann haben wir das zu dritt, haben wir das gemacht, halt den ganzen Tag lang und es waren Tausende. Und das andere Mal war auch sowas ähnliches, für was weiß ich aber nicht mehr, es ist auch ein Katalog, einsortieren, Sticker drauf, die rot sind, kriegen roten Sticker, die blau sind, kriegen blauen Sticker, keine Ahnung. Und dann stehst du da zu viert wie in so einem Fließband und machst den ganzen Tag nichts anderes. Aber dafür hast du dann irgendwie 200 Euro in die Hand gekriegt. Komet-Hieb. Stärke 18? Was ist das denn? Genau, für knapp 40 Euro einsortieren und dann noch austragen. Das Austragen... Also ja, klar. Aber das Austragen hatten wir nicht. Wir mussten alles dann mit einem Sprinter, weil der Sprinter war dann von unten bis oben voll mit den Kartons davon, zur Bank. Halt zur Post und das alles frankieren. Das mussten wir auch noch. Ja. Da ist er! Zum ersten Mal. Wer ist das? Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschickt wurde. Pokémon. Blumen. Cool Story, Bro. Ja, da war was. Das ist schon ein Unlicht-Pokémon. Ich hab doch Pam-Pam.
Pam, pam. Das größte Mysterium in One Piece. Wer ist Sogeking? Halt wirklich. Du hast dein Abi bestanden, Miyari. GG. War doch easy, oder? Ich erinnere mich noch, dass wir da kurz drüber geredet haben, wie mein Abi war und so. War doch einfach, oder? Jetzt so im Nachhinein, wenn du zurückdenkst, war doch einfach, oder? Ganzen Schmerz vergessen. Du brauchst aber eins, um es zu entwickeln. Ja, mein Pam-Pam kann ich ja entwickeln. Nein, Pam-Pam. Nicht Piu-Piu. Level 50 Quajutsu. Nicht schlecht. Du brauchst ein weiteres im Team. Das werde ich ja gleich sehen. Meint ihr irgendwie storytechnisch, dass ich sonst nicht weiterkomme? Quajutsu ist... Ja, das stimmt. Quajutsu ist auch Unlicht. Vorbereitungen für den Void Glitch sind abgeschlossen, Brian. Ich bitte dich nur um eins. Mach alles so im Video und frag mich nicht, wenn du was falsch machst. Ich weiß es nicht. Ich weiß alles, was im Video ist. Also ich kann nur sagen, schau das Video an. Bitte frag mich nicht. Aber du schaffst das. Oder Angeber bin ich. Nein, Pam-Pam entwickelt sich durch Level und man muss ein weiteres Unlichtmon im Team haben. Ich weiß aber nicht, trotzdem nicht, auf was ihr hinaus wollt. Aber Pam-Pam ist noch nicht Unlicht. Sagt es doch. Das hat keiner von euch gesagt. In meiner Welt ist Pam-Pam auch Unlichtkampf. Aber meine Welt ist anscheinend nie die richtige Welt. Oh Gott, ich gehe okay, ich gehe ja schon. Ja, Level 32 und ein Dark-Type-Mon im Team. Ach so, damit es sich entwickelt. Leute, ihr müsst ganze Sätze schreiben. Jetzt verstehe ich das, was ihr geschrieben habt. Hast du schon ein Unlicht-Pokémon? Du brauchst aber eins, um es zu entwickeln. Weißt du, ich denke mir doch, wie dumm bist du, dass du schreibst, du brauchst eins, um eins zu entwickeln. Ist mir schon klar, dass ich ein Unlicht-Pokémon brauche, um das Unlicht-Pokémon zu entwickeln. Wie wäre es denn einfach... Der dünne Lero war schneller. Wie wäre es denn einfach mit dem Satz, hey, wusstest du schon, dass um Pam-Pam zu entwickeln, brauchst du ein anderes Unlicht-Pokémon im Team? Jetzt verstehe ich, was ihr mir sagen wollt. Ich dachte, hier kommt jetzt eine Story, die sagt, jo, du kommst nur weiter, wenn du zwei Unlicht-Pokémon im Team hast. Und da dachte ich, oh fuck, man, dann muss ich ja mein Pam-Pam jetzt noch entwickeln, damit es zu Unlicht wird. Dabei redet ihr davon, dass mein Pam-Pam entwickeln... Mann, volle Sätze. Das allgemeines Pokémon-Wissen. Ich habe nicht damit angefangen. Wer sagt denn, dass ich das nicht weiß? Natürlich weiß ich, wie sich Pam-Pam entwickelt. Aber wer weiß denn, worüber ihr redet? Mein Text war schon für die TikTok-Generation viel zu lang. Ja, das ist das Problem, ich weiß. 3,1 hast du. Hauptsache bestanden, niemand kümmert sich um deinen Schnitt. Außer du willst sowas wie Anwalt, Arzt werden. Weißt du schon, was du jetzt werden willst, Miyari? Ich war damals so faul wie scheiße und hab's mit 3,3 gerade so geschafft. Ich war faul wie scheiße und ich hatte 2,6. Was hatte ich? Ne, ich hatte 2,8. Was hatte ich? Hatte ich 2,8 oder 2,6? Ich glaube 2,8. Ich war schon voll wie scheiße und ich hatte 2,8. Bei uns hatten 5 Leute im ganzen Jahrgang über 3,0.
Ganze 5 Leute. Wir waren 100? Das ist wirklich egal. Außer du willst halt wirklich. Und dann geht's trotzdem. Selbst wenn du Arzt werden willst oder sowas, geht trotzdem. Aber es ist halt nerviger, schwieriger. Aber ansonsten. Bei uns musst du richtig viel in die Nachprüfung. Bei uns, glaube ich, musste niemand in die Nachprüfung, aber es sind Leute in die Nachprüfung gegangen, um ihren Schnitt zu verbessern. Was halt, was du natürlich machst. Weil es ist ja, es geht nur besser. Glaube ich, war die Regel, ne? Oder war es, dass es auch schlechter ging? Ich glaube, es ging nur besser. Ist das jetzt Elektro und ich komme jetzt hier wieder mit einem Wasser-Pokémon? Ey. Die Quiz-Arena. Juhu. Psychotherapeut wäre vielleicht etwas für mich, aber eigentlich keine Ahnung. Nimm dir Zeit. Probier lieber 4 Praktiken aus oder fang 4-mal eine Ausbildung an oder 4-mal ein Studium an, als dass du das erste direkt nimmst und dann 30 Jahre lang unglücklich bist. Halt wirklich. Probier lieber ein paar Studien aus und mach das wirklich weiter, was dir von Anfang an gefällt. Wenn du die Zeit hast. So, was ist hier die Frage? Ich weiß alles. Ich bin bei Nestflows Quiz 4. geworden. Was ist das? Who's that Pokémon? Warum muss ich jetzt gegen den kämpfen? Was hast du für eine Lehre gemacht? Ich habe gar keine Lehre gemacht. Aber ich schätze, dass das jetzt einfach wieder nur anders bei euch in der Schweiz heißt. Ich habe Bachelor of Arts gemacht in Mediendesign. Es ist allgemein schwer, einen Notendurchschnitt von über 2,5 oder 3 zu haben. Ich weiß nicht, was der... Ich weiß noch, dass damals beim Abiball unser Rektor dann gesagt hat, dass wir der Jahrgang sind mit dem besten Schnitt seit 10 Jahren. Aber das hat er angeblich auch auf der Abi-Feier ein Jahr davor gesagt und ein Jahr danach. Also entweder wurden wir immer besser, jeder Jahrgang, oder er hat es einfach immer gesagt. Bachelor gibt's bei uns auch. Ja. Bam, bam. Ich weiß aber nicht mehr, was unser Notendurchschnitt war. Aber verdammt viele von uns hatten einen Einserschnitt. Ich weiß noch ein paar, wir haben ein paar im Kopf, die einen Einser hatten. Einer hatte 1,0. Die ist heute Model. Die hatte ein Battle mit einer anderen. Ich glaube, die andere hatte auch einfach 1,0. War dann Gleichstand. Beide hatten, glaube ich, 1,0. Sie haben 0,8 probiert, aber sie haben es nicht geschafft. 0,8 ist aber auch insane. Niemals, jemals in 3 Jahren einen Fehler machen, so ungefähr. It's Hydropie! Nummer ist aber geil. Also die Musik ist geil hier. Fast jeder hat in meiner Klasse über 2,0 gehabt.
Also bestimmt war das auch der Durchschnitt 2,0. Ich glaube nicht, dass unsere Klasse einen 1, Schnitt hatte. Das ist schon krass. Im Studium dachte ich schnell, Mann, hättest dich mal in der Schule so angestrengt, hättest du leicht eine bessere Note haben können. Ja! Weißt du, woran das liegt? Weil wir während unserer Abi-Zeit oder davor und während wahrscheinlich, je nachdem, voll in der Pubertät sind und keinen Bock auf irgendwas anderes haben als Vögeln und Trinken. Natürlich haben wir keinen Bock und wir sehen vor allem Männer. Wir sehen halt nicht, dass ich sollte jetzt lernen, damit ich in 20 Jahren oder in 5 Jahren einen guten Job habe. Da sowas denken wir doch gar nicht. Und dann kommst du in die Uni und denkst dir, warte mal, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Eigentlich musst du doch einfach nur ein Buch in die Hand nehmen und ein bisschen lernen und dich einfach ein bisschen daran so reinfuchsen. Aber nein, die wichtigste Zeit, wobei das Studium ist schon wichtiger, aber um ein gescheites Studium zu machen, die wichtigste Zeit, da bist du einfach voll in so einer Phase in deinem Leben, wo du null Bock hast zu lernen. Ich bin für ein G3, damit man irgendwie mit 13 Abi macht, wo man noch komplett unschuldig ist. Oder ein G20, damit man mit 30 Abi macht. Du bist richtig schlau. Ich weiß es. Soda. Ich guck nicht auf euch. Das ist Soda. Ein Grillmark hat Hörnchen. Brokkoli hat Brokkoli. Und Soda hat so einen komischen Kreis. Es ist quasi wie so ein Tropfen, der ins Wasser fällt und dann so nach oben geht. Gibt es eine physische Bodenattacke, welche von Sheer Force geboostet wird? Bitte nur Deutsch oder Englisch schreiben hier, nicht Klingonisch. Was hast du gesagt? Surfer. Ab Sommer wird das verpflichtende 11. Schuljahr in Deutschland eingeführt. Das 11. Schuljahr? Also als ich fertig war mit der Schule, haben sie bei uns erstmal G8 eingeführt. Dann haben alle krass gestruggelt, dass sie halt jetzt in noch kürzester Zeit das gleiche lernen müssen. Und jetzt sind wir bei G11? Oder was? Oder ist das wieder ein anderes System? In der Realschule? Realschule ging nur bis 10. Klasse, oder? Und dann das da ist dann bis 11, oder? Physische Bodenattacke, welche geboostet wird von roher Gewalt. Hey, hey, keine Gewalt hier, okay? Wir sind ein friedlicher Chat. Wir sind nur Verbal Abuse. Wir machen uns nur mit Worten fertig, nicht mit roher Gewalt, bitte. Risikotackle. Passt schon. Warum 11 Pflichtjahre, wenn es davor nur 9 waren? Hey, ich habe 11 Jahre Schule gehabt und schaut, was aus mir geworden ist. Ich war 11 Jahre auf dem Gymi. Und habe mit 21 Abi gemacht. Oder 20? Ich glaube 20. 21 wäre ein bisschen krass. Ich glaube, ich war 20. 2010. Wie alt war ich 2010? 22. Am Ende des Jahres wäre ich 22 geworden. Ich war 21, als ich Abi gemacht habe. Oh, shit. Dafür konnte ich schon so früh meine Entschuldigung selber unterschreiben. Und habe eh nie geschwänzt. Außer einmal und ich wurde erwischt. Aber es war egal. Das ist ein Vivillon, Mann. Das sieht doch jeder. Was? Was ist die Frage? Das zweite. Du Göre.
Gumi hat doch 13. Ja, aber du zählst ja erst ab der 5. Klasse. Die ersten 4 Jahre zählst du ja nicht. Deswegen ist es G9. Moment. Ja, weil 9 plus 4 ist 13, natürlich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, reden wir davon, 2 Jahre weniger zu machen? Oder was ist ja 1 Jahr mehr, hat jemand gesagt. Also sind wir bei G10. Oder waren wir bei G8 und sind jetzt wieder bei G9? Ich check das gar nicht mehr. Aber das muss ich auch nicht checken, weil ich keine Kinder habe. Ich habe null Ahnung vom Schulsystem inzwischen. Ich glaube, G8 gibt es ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, das haben sie wieder zu G9 gemacht. Und ich hatte G11. Aber halt selber schuld. 10 Jahre Pflicht für alle und wer keine Ausbildung hat oder weiterlernt, muss ein 11. Jahr machen zur Berufsorientierung. Ah, okay. Im Ausland. Ich wäre dafür, dass das im Ausland stattfindet. Halt wirklich. Gehst dann schön nach Thailand, muss dort ein Jahr lang Tuk-Tuks reparieren. Oder, weiß nicht, wenn du Mechaniker werden willst. Ich glaube, nicht mal Eltern heutzutage haben Ahnung vom Schulsystem. Helikoptereltern schon, okay. So schreibe ich das jetzt. Oh mein Gott, es ist der aus Death Stranding. Es ist Norman Reedus. Das ist halt echt... Moment mal, hat Death Stranding das sich hier abgeguckt? Der crazy. Wo ist BB? BB? BB-8? Nee, das war jemand was anderes. BB? Einfach nur BB. Emolga, Gen 5, Lame. Gut. Warum Ausland? Oh Gott, nee, finde ich sehr gruselig. Damit der Horizont von Menschen erweitert wird und sie nicht dauernd denken, dass die Welt nur aus Deutschland und weißen Menschen besteht. Die Welt wäre so ein besserer Ort, wenn Leute gezwungen wären, ihr Land zu verlassen. Und nicht zum Urlaub, sondern woanders mal zu leben. Und das so jung es geht. Nochmal so eine Sonne. Anderes Bundesland würde ausreichen? Okay. Nein, das glaube ich nicht. So wie wir im Studium auch ein Auslandssemester hatten, dann musstest du ein halbes Jahr lang ins Ausland und dort studieren. Das haben die meisten Studiengänge inzwischen. Warum auch nicht Ausbildungsplätze? Frankfurt am Main, Hauptbahnhof reicht aus. Okay. Genau, damit die Leute dann später nicht in einem Stream hocken und vorher nie von Butter Chicken gehört haben. Genau! Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich euch Butter Chicken beibringe. Und ich mich durch die 1000 Dönerwitze durchkämpfen muss, um mal ein bisschen andere Kultur reinzubringen hier. Da viele Jugendliche, fast 70% in Berlin nach der 10. Klasse aus dem System fallen und weder in Ausbildungsstellen, Gymnasien oder Oberschulen sind, auftauchen. Es ist der Grund, warum sie ein 10. aus 11. Jahr machen wollen. Ja, ist gut. Ich fand es schrecklich, als sie gesagt haben, oh, wir müssen G8 machen. In China haben sie auch nur 8 Jahre. Oder wo auch immer was Vorbild war. Lass dir Zeit mit der Ausbildung. Das kümmert einen das schon, die Wirtschaft. Ah. Ich war nur ein einziges Mal außerhalb von Deutschland und das war nur zur Abschlussfahrt, habe aber auch kein Abi und kein Studium dementsprechend. Aber das ist schade, die Welt da draußen ist so cool. Stell dir mal vor, natürlich wäre das dann in dem Sinne, wenn du das nicht willst, wäre das gezwungen, aber der Staat würde es, weil es die Ausbildung ist, die Kosten zur Reise zumindest übernehmen oder halt dann dort auch das Leben vielleicht ein bisschen unterstützen und dann müsstest du ein Jahr lang zum Beispiel in Schweden sein oder ein halbes Jahr lang sein. Ein halbes Jahr lang bist du in Helsinki, in Finnland oder in
keine Ahnung, in Barcelona. Du kriegst so ein anderes... Du wirst einfach so schneller und besser erwachsen, kann man das sagen? Du wirst besser erwachsen. Du lernst so viel mehr. Auch wenn, und ich bin auch immer ein riesiger Nesthocker. Ich will am liebsten in meinem Raum hier drin bleiben. Und nur weil ich Rosa kennengelernt habe, die mich wirklich an Orte gebracht hat und Urlaube, aber auch ne, jetzt hier und sowas. Und im Endeffekt, auch wenn ich immer so war, ich will doch nur in meinem Nest hocken, weiß ich, dass es mich zu so einem besseren Menschen gemacht hat. Halt wirklich. Die Welt zu sehen und andere Kulturen kennenzulernen und einfach woanders zu leben und sich was zu trauen. Ich wurde gezwungen. Aber ich bereue es nicht. Im Gegenteil. Reisen und Lernen ist gleich Erasmus. Ja. Melli, dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Pokémon Go. Ist dir auch aufgefallen, dass Pikachu in PLA seinen besonderen Ruf nicht mehr hat? Ja, PLA war das erste Spiel seit wahrscheinlich Gen 3? Gen 2? Dass Pikachu nicht mehr Pikachu sagt. Gott sei Dank. Und jetzt hat Pikachu und Evoli, by the way. Evoli war auch Evo? Und inzwischen klingen alle gleich nach 8-Bit. Streamen kann man ja zum Glück überall. Genau. Bam, bam, bam. Fünfte Arena, check. Ich habe nicht mal aufgepasst. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie man sich in Hotels gibt. Mein Urlaub früher war mit dem Wohnwagen herumfahren, was auch cool ist. Ich meine, du musst ja nicht, was, also wie man sich in Hotels gibt, wie man sich in Hotels gibt. Du gibst dich so, wie du willst, weil du bist der Gast. Du bist ein normaler Mensch und bist höflich und lebst halt in einem Hotel für eine Woche. Ich meine, Hotelleben ist jetzt nichts, was du anstreben musst. Ich weiß nicht, ob du da zu einem besseren Menschen wirst, wenn du viel in Hotels lebst. Der Gast ist König. Boah, solange er kein Hurensohn ist. Ein Hohensohn. Warum dreht sich die Kamera? Ach, die Kamera dreht sich nur, wenn ich mich nicht bewege. Wo muss ich hin? Shit. Oh. Warum ist da ein Viereck um meinen Text? Schnell weg. Ich habe absolut keine Peilung von Hotels. Allein der Gedanke an ein Hotel ist schon sehr grausig für mich. Okay, krass. Im Endeffekt gehst du auf eine Website wie booking.com und buchst dir ein Hotel zu dem Datum, das du gerne hättest. Dann tauchst du bei dem Hotel auf. Dann gibst du denen deinen Ausweis. Dann sehen die, dass du die Person bist, die das gebucht hat. Dann zahlst du mit einer Kreditkarte oder einer Bankkarte und dann kriegst du den Schlüssel zu deinem Zimmer und dann lebst du in diesem Zimmer so lange, wie du das gebucht hast. Meistens benutzt man Hotels aber nur, um dort zu schlafen, denn tagsüber willst du ja arbeiten oder rausgehen oder Spaß haben. Der Gast ist König finde ich auch keinen guten Satz. Der Gast ist nur König, wenn er es auch verdient hat. Ja, ich weiß nicht wohin. Ich hasse diese Stadt. Ich hoffe... In PLA haben wir, in PZA, in Plaza, haben wir so eine kleine Minimap die ganze Zeit, dass ich sehe, wo ich bin, weil jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Ich gehe einfach mal in die Richtung nach, ah, da ist ja eine Karte, da ist sogar eine Karte, bleib doch da, Karte.
nimm das Taxi. Hab mich da auch nie ausgekannt. Hier gibt's Taxi. Benutze jetzt dieses Symbol oben, das jetzt nicht da ist. Okay, Nordring ist ein bisschen groß. Was ist das für eine Route? Ach, da diese Taxis. Boah, wie creepy das aussieht, wie die da drin hocken. Hey, Kleiner. Was ist das für eine Route? 16 klingt doch hoch. Was ist das für eine sexy Goth GF? Okay. Wer auf Route 15 darf, ist cool. So jemand lasse ich natürlich Widerspruch durch. Verdammt. Ich bin ganz alleine hier. Wie wär's mit einem Lolli? Hast du Bock, in meine Untergrundbasis zu kommen? Sehr gut. Die Leos meint Lore. Nächster Ausgang. Irgendwo im Nordosten muss doch es weitergehen. Oder irgendwo in irgendeinem Café sitzt wieder einer, mit dem ich reden muss. Lass mich durch! Oh. Citro hat in der Arena sicher alle Hände voll zu tun. Ich muss mich also wohl selbst darum kümmern. Ich hab doch gegen Citro gekämpft. Ich war, das war der Sinn, dachte ich, dass der das dann fixt, wenn ich den besiege, was total Sinn macht. Leute, wenn ihr wisst, wo ich lang muss, sagt es mir. Ich habe Citro besiegt im Eiffelturm. Warum auch immer er denn das Recht hat, im Eiffelturm selber eine Arena aufzumachen. Hast du Snow Society zu Ende geschaut? Nee. Gestern Wohnungen gesucht. Warum? Du schon, oder wie? Was muss ich tun? Cool. Ich habe bis zur Hälfte geschaut und bin dann eingepennt. Aber nicht, weil der Film langweilig war. Warum stylst du dich nicht? Ich möchte der roheste Charakter sein. Ich will nicht anders aussehen. Ich will roh sein. Grab it. Ins Bistro Flordelis. Eine Seitengasse in der Herbstallee. Dankeschön. Die finde ich jetzt natürlich sofort. Seitengasse. Herbst. Okay. Rouge. War nicht irgendwo eine rote Tür? Da muss ich hin. Rote Tür. Du hast nicht mal Fußball geschaut? Ich dachte, du magst ja keinen Fußball. Okay, Taxi, 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 Taxi. $710 für eine Fahrt? Was? Restaurants. Nein, Cafés. Es gibt kein Oh! Bistro Flordelis. Oh, es ist einfach. Ich bin immer rumgelaufen ewig. Ich wusste nicht, dass man Taxis nehmen kann. Henriette, du bist eine Spritze. 2000? Warum 2000? Ich dachte 710. Wie soll ich da drauf kommen, dass ich hier hin muss? Wer hat mir das gesagt? Ich habe extra einen Text gelesen. Der dumme Citro hat gesagt, hey, du hast mich besiegt, yay. Und dann bin ich gegangen.
Vielleicht hat mich dann Platan angerufen und so. Natürlich weiß ich das. Du bist eine Spritze. Die Spritze heißt... Wie heißt die Spritze? Weiß nicht. In der Lösung stand, dass Platan in der Holo-Nachricht dich dahin bestellt hat. Ja, das war vor der... Das war vor der Arena. Das heißt, ich hätte das wahrscheinlich schon davor machen können und dann zur Arena gehen können. Jetzt haben sie wieder nicht gesagt, was ich tun soll. Ah. Hey, Tomato. Tomato. 14. Okay. Ich muss das jetzt machen und da speichern, weil sonst habe ich das morgen wieder vergessen. Hey, Route 14 bitte. Für nur 30.000 Poké-Dollar. Und wo... Dienstleistung, Verkehrsmittel? Ah. Nice. Warum ist eine Tür ein Verkehrsmittel? Ich meine, ja, okay, eine Tür und Tor kann ein Verkehrsmittel sein. Für mich ist ein Verkehrsmittel irgendwie doch was anderes. 1500, wie kommen diese Preise zustande? Nach der Arena? Dann habe ich echt nicht aufgepasst. Du bist aber schnell. Ja, Trovato, Tomato. Habe ich mich geheilt? Habe ich Quatschutzu noch? Ich glaube, ich habe mich nicht geheilt. Geht schon. Krieg ich hin. Lawine. 710 sind Grundpreis und ich zahle pro Kilometer. Frankreich halt. Paris. Buche. Immer noch Lawine? Es geht besser. Wann wird denn jetzt Nacht in diesem Spiel? Pokémon XY, when will it be dark? 21 Uhr erst, Twilight 20 Uhr, 21 Uhr erst, krass. Okay. Dann, wann ist Amagarga? 45 wahrscheinlich. Muss ich bald mal nachts kurz ein Level up machen. Oh, jetzt komm, mach mal ein bisschen fester, bitte. Schmeiß mal deine Steinchen fester. Bevor du von der Stimme umgebracht wirst. Du hast sie mit den falschen Schwertern angelegt. Level 39, wir könnten es schon tun. Wie ist denn die EP von Amarino? Kann ich schnell den Gameboy... Achso,
meine Windows-Uhr vorstellen. Warum werde ich besiegt? Schafft die Rivalin nicht. Wie viel hat die noch? Der Tegnus wird jetzt den Kampf seines Lebens haben. Wir haben hier keine Chance. Traurig. Aber nur, weil ich vergessen habe, ins Pokémon Center zu gehen. Schauen wir mal, was Amagaga gerade für EP hat. Dann könnte ich die Uhr kurz umstellen. Oder ich mache es einfach später, wenn es wirklich 21 Uhr ist. Hälfte. Okay, ich will noch die Rivalin besiegen. Und wo bin ich denn? Ich will noch die Rivalin besiegen. Und dann kann ich dort... Wobei, dann kriegt das Marino wahrscheinlich das Level. Schwierig. 14. Muss ich jetzt wieder Geld ausgeben für ein Taxi? Ich verstehe, wo ich bin und gehe dahin, wo ich hin muss. Da kommt jetzt zuerst 16 und dann 14. Warte, kann ich nicht rollerbladen? Ja, das ist 13. Hä? Es kann sein. Oh Gott, ich war im Norden. Ich dachte, das Pokémon Center ist im Süden. Okay, dann verstehe ich, warum ich gerade falsch rum bin. Das ist dann 5, natürlich. Nach 13 kommt 5. Hm. Ich will Geld sparen. Ich sehe das nicht ein, diesen Parisern noch mehr Taxikohle in den Poké-Dollar. Das sind meine. Hart verdient, indem ich Trainer fertig gemacht habe. Guck mich nicht so an. Glückwunsch zu Shiny Deoxys. Dankeschön. Danke, Henriette. Das war die höchste Zahl, die ich jemals erreicht habe. Und das vierte Deoxys wird das bestimmt nicht übertreffen. Das Leufeo ist aber auch süß. So, jetzt. Und jetzt speichern wir hier. Ich habe euch noch nicht gespeichert. Ich bin so risky drauf. Oh, shit. Warum redest du mich denn sofort an? Lass mich doch einen Schritt machen oder so. Warte, aber ich kann Nein sagen, glaube ich. Okay. Dieses Spiel ist wohl gegen Entscheidungen. Alles geskriptet. Surf ich durch und dann easy. Das wird perfekt sein. Es wird einfach so. Oh, sie hat einen Brigaron inzwischen. Es wird perfekt sein. Es wird einfach genau ein EP wird fehlen für Amagarga und dann 21 Uhr und dann bam.
Au. Ist der Kampf? Pflanze Kampf? So ein bisschen krass. So einfach ist es, wenn man seinen Starter hat. Wieder ein Volltreffer. 28.240 war es. Pam pam. Kein Amagarga. Jawohl, jawohl. Ruheort brauchen wir nicht. Wir sind auf Offensive. Meine Pokémon dürfen nicht ruhen. Okay, das heißt, ich kann in dem Gras jetzt hier das Amagarga um 21 Uhr herbei entwickeln. Meine Motivation. Also, kennst du Gen 1? Nevermind. Das war schon zu langweilig. Hui. Okay. Irgendwas hier? Nix. Kann ich? Ah, doch, da. Safe, Leo hat das Deoxys RNG bekommen? Nee. Ich kann dir gerne die volle Videodatei geben, wie ich einfach nur da sitze und... Ich glaube, wie lange ging das? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde hatte ich resettet. Hätte ich doch nur die Dreiviertelstunde gestreamt, ne? Dann könnte der Mauri jetzt nichts sagen. Was ist das hier für Gruseliges? Da gibt es bestimmt Pumpkins hier, ne? Ich glaube, es war wirklich die Stelle jetzt, wo es Pumpkins gibt. Aber es ist Zeit aufzuhören. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich will Geld essen. Geld essen. Sie haben den Pakt mit dem Teufel unterschrieben. Oh la la. Okay. Meine Lieben. Haben wir alles richtig abgekreuzt hier? Pokémon gefangen. Ich glaube, zwei Arenen haben wir gemacht. Es geht schleppend voran, aber das Spiel hat echt viele Kämpfe. Aber Gen 5 war auch schon voll mit Kämpfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber hier ist es mehr. Ich bin die ganze Zeit nur am Kämpfen. Gen 5 hatte viel mehr Story die ganze Zeit zwischendrin. Wobei jetzt gerade war auch... Tschüss mit F, ciao mit K. Kakao mit T. Danke fürs Dasein. Ich bin wahrscheinlich morgen wieder da. Ich mache morgen das GB Operator Video. Wenn ihr das Gyarados Level noch nicht gesehen habt, schaut es an, teilt es mit Leuten. Ich finde es cool, dass wir es geschafft haben, einen Level 1 Gyarados zu fangen. Es ist sehr selten, es ist sehr besonders. Und wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es Leuten. Auf der nächsten Party am Freitag, wo ihr mit euren Kumpels euch besauft, dann sagt ihr auf einmal, kennt ihr schon Leos Mind? Er hat einen Gyarados auf Level 1 gefangen. Und dann sagen alle so, oh, ne. Und dann packt ihr das Video aus, ihr seid der Held der Party und ich krieg ein View. Nice. Okay, tschüss. Hab es sogar kommentiert, ich werde es gleich lesen und zurückkommentieren. Bye.